Beim letzten Mal bei den Raiders of the Serpent Sea seid ihr im Königreich von König Sendrick unterwegs gewesen und habt euch zum Lager des Clan War vorgewagt. Ihr habt den Plan mit Klippen erklimmen sein lassen und habt stattdessen direkten Kontakt gesucht zum Clan War und deren Anführerin Ethils Westemp. Diese Dame hier, die euch bei einem Lagerfeuer mit ihrem großen Wolf erwartet habt. Die Gespräche verliefen ganz gesittet, ganz friedlich. Sie hat es euch anscheinend auch nicht zu böse genommen, dass ihr ihren Clanbruder, den guten Gulli, getötet habt. Und ja, dadurch, dass ihr gesagt habt, dass Senric auch euer Feind ist, oder vorgegeben habt, dass es auch euer Feind ist, kamt ihr ins Gespräch, ob man nicht zusammen einen Angriff planen könnte. Und man kam auch ins Gespräch darüber, dass ihr von Untoten und deren Herrin Hel verfolgt wird, worauf sie dann wieder gesagt hat, ach, ich kenne die Hel ganz gut, ich kann da mal Kontakt herstellen. Und so kam es, dass ihr zu einem Höllentor gewandert seid, wo Ethils wohl ihre direkten Anweisungen von Hel bekommt und wo auch anscheinend der Clan War durch reinspaziert ist hier ins Land der Beendur, nämlich über die Unterwelt, durch den Höllenschlund hier raus. Und ihr habt mit Hel tatsächlich Kontakt aufgenommen. Die Dame des Todes, eine Hälfte menschlich, die andere ein Skelett, war ebenfalls sehr freundlich und sanft in ihrer Art. Sie war erstmal sehr vorsichtig, weil sie wusste dann, dass ihr diejenigen wart, die zum Turm von Kegel aufgebrochen sind. Was, wie sich herausstellte, der Turm ihres Vaters ist. Und ihr Vater war Mirgal. Der Erzverräter, der schon mal eine Welt der Wikingervölker in den Abgrund gestürzt hat. Und ja, durch dessen Opfer diese Welt, in der ihr jetzt lebt, geboren wurde. Aber Hel hat die Ahnung, dass ihr Vater noch nicht fertig ist mit seinen Machenschaften und Fabrikationen und sucht deshalb nach Anzeichen, dass er wieder erstarkt oder wieder seine Finger irgendwo im Spiel hat. Und dieser Turm und die Expedition dahin war wohl eins der Anzeichen, weswegen sie euch halt ihre Untoten auf den Hals geschickt hat. Viel schlimmer war auch, dass der Kopf, den ihr dabei habt, der silberne, als Mirgals Kopf identifiziert wurde von ihr. Das heißt, ein Teil von Mirgal ist tatsächlich in dieser Welt, wenn anscheinend auch inaktiv, zumindest die meiste Zeit. Aber sie hat euch geraten, größte Vorsicht walten zu lassen. Ihr habt dann Abschied genommen, habt noch einen Charme von ihr mitbekommen und habt dann mit Clan War ausgemacht, dass ihr in die Festung eindringt über einen geheimen Gang und dort erstmal das Ganze ausspioniert oder die Lage checkt, während sie vielleicht auch als Ablenkung den Hauptangriff dann starten können, auf ein vereinbartes Zeichen. Und seid dann in die Festung eingedrungen, in den Turm, der hier im Hintergrund zu sehen ist, zusammen mit hier eurer Gefolgsfrau Lan, die Mitglied der Königswache ist, die habt ihr vorher gerettet, und seid dann auf König Sendrick getroffen, der alte Zottel und die Nemesis der Plundervölker, der euch willkommen geheißen hat und ganz friedlich wurde, als er erfahren hat, dass Nocnoc eine direkte Verwandte von ihm ist. Er hat ein Irrtum aufgeklärt in ihrem Zusammenhang mit ihrer Familie. So dachte sie, dass ihr Vater umgekommen ist bei dem Attentat auf ihre Familie, aber Senric stellte klar, dass er das nicht ist und er lebt noch. Und er war es, der wohl Geld dafür bezahlt hat, dass die Raider-Familie, bei der du untergekommen bist, Nocnoc ermeuchelt wird. Wurde. Komischerweise wusste er nicht, dass du noch lebst und du wärst dann auch mit ermeuchelt worden, aber naja, lebst ja noch. Und noch ein letzter Punkt in dieser langen Zusammenfassung. Kasimir traf auf den Magister Alexos, einen alten Weggefährten und jetzt nun eher einen Feind, denn Alexos hat dich, Kasimir, und deine Gefährten damals an die Beendur verraten. Ihr wurdet einen Hinterhalt gelockt. Aus dir unbekannten Gründen. Und jetzt steht er hier dreist an der Seite von König Senric und behauptet, dass er eine Kur gefunden hat gegen die Magierseuche oder zumindest weiß, wo sie herkommt. Nämlich, dass sie das Produkt oder eine Fabrikation der Wölfe ist. Und sein Hauptbeweis dafür war, dass eine
aus den euren Reihen eine Magierin namens Ketiloy, eine geheimes Spitzel der Wölf und der Patient Zero dieser Seuche war, der sie bei euch dann verbreitet hat. Sein Beweis war dafür, dass sie weißes Haar hat. Trust me, Bro. Ich krieg da irgendwie Flashbacks an das Früher, an so eine Hexenverbrennung von früher. Ja, dagegen Trust kann me, ich natürlich nicht argumentieren. So. Nee, das ist wasserdicht, ey. So, jetzt sind wir hier. Schwarze Farbe drauf. Wir haben ein Problem, ne? Wir haben ein sehr großes Problem. Nee, dass der nicht ja. Schon nichts mit aufnehmen oder sowas. Ich meine es im Spiel. Okay. Ja, welches denn? Nee, ich wollte zu meiner Gruppe sagen. Ihr wisst ja schon, dass ich meinen OP nicht angreifen werde, ne? Und ich stehe gerade neben meiner Vankämpferin. Keine Angst. Das ist aber ein bisschen cringe. Habe ich kein Problem. Keine Sorge, ich bleibe hier hinten. Kasimir, du warst gerade dabei, mit Ketiloy über Magie Kontakt aufzunehmen. Ich glaube, du hast ein Message gecastet. Genau, Message, ja. Okay. Mal kurz nochmal gucken, was der Zauber genau macht. Hier ist was ist die Message? Ah, was hatte ich nochmal gesagt? Ich glaube, das hast du schon gefragt, aber das Video von Raiders hat irgendwie gefehlt auf YouTube. Ich weiß gar nicht, konnte ich gar nicht nachgucken. Ja, also ich glaube, grob zusammengefasst war es, ich weiß es gar nicht mehr. Also, wahrscheinlich sowas wie, ob sie tatsächlich Teil der Wolf ist oder ob sie irgendwie verstummt wurde oder so. Ah, okay. But is it real? Aha. Als du den Zauber wirkst, guckt Alexus ein wenig misstrauisch auf. Was macht der da, Bruder? Kasimir? In dem Moment hörst du die Stimme von Ketiloy in deinem Kopf als Antwort. Bist verrückt. Blieb, solange du kannst. Er hat mir meine Stimme genommen, das Haar gefärbt und mich hier als Beweis platziert. Er hat all unsere Kameraden den Eisenholzhexen geopfert, zusammen mit diesem alten König. Das ist ungünstig. Ja. Das ist natürlich jetzt doof. Da können wir ihn ja doch umbringen, den alten König. Bruder Alexus, ich habe mich lediglich von deiner Aussage überzeugt. Wie habt ihr das getan? Nun, ich... wusste eigentlich nicht, dass ich dir das noch erklären muss, aber wir sind Magier. Wir können per Magie Kontakt mit Leuten aufnehmen, ohne dass sie ihre Stimme verwenden müssen. Der Zauber, Nachricht. Daran habe ich nicht gedacht. Aber sie wird sicherlich meine kleine Erklärung bestätigt haben, nicht wahr, Ketiloy? Ja, rührt sich nicht und stumm ist sie ja eh. Deswegen guckt er verzweifelt zwischen ihr und dir her. Bruder Kasimir, wir wissen beide, dass die Wölfe unser gemeinsamer Feind sind. Die Jahre der Unterdrückung sind vorbei. Zusammen mit König Sendrick haben wir genug Streitkräfte, um bei der nächsten Versammlung den Plünderern und den Wölfen in den Rücken zu fallen. Aber warum hat uns dein König dann jahrelang verfolgen lassen? Es war die Angst vor dem Unbekannten. Jetzt, wo wir wissen, dass wir auf der gleichen Seite stehen und ich die Wogen geglättet habe, ist das alles kein Problem mehr. Nun, aber dann war es doch wohl etwas unnötig, unsere anderen Brüder und Schwestern umzubringen. Umgebracht? Nein, sie sind wohlauf. Sie haben jetzt eine neue Heimat in den Beendolanden. Ich habe sie auf Dörfer verteilen lassen, damit sie dort als Weise wirken können, als Zauberwirker, die den Menschen helfen. Das ist aber nicht wirklich im Sinne des Ordens. Wir brauchen diese Leute. Oder der Orden braucht diese Leute. Ich musste den Beendur ja zuvorkommen. Seit wann interessierst du dich für die Beendur? Seit König Sendrick... Er hat gewisse mächtige Verbündete, und diese Verbündete kennen einen Weg, um die Seuche zu heilen. Wer sind diese Verbündeten? Oh, habt ihr schon von den Roten Damen gehört?
Aus dem Eisenwalde, mächtige Zauberwirkerinnen, vor denen uns die Wölfe immer schützen wollten. Diese Hexen? Ein schrecklicher Begriff, wie ich finde. Es sind Magier, so wie wir. Hexen, sie klingt sehr abwertend und ist ebenfalls wieder ein Gespinst der Wölfe, weil sie Angst vor ihnen haben. Nein, wir haben sie schon lange als Hexen bezeichnet und wir hatten, soweit ich weiß, nie irgendwelche Beziehungen mit den Wölfen. Es ist eine objektive Klassifikation. Sie erlernen ihre Magie durch ein Studium oder durch Schriften oder ähnliches, sondern durch Esoterik. Wie auch immer, sie sind Freunde, Verbündete. Warum? Weil wir das gleiche Ziel teilen, die Wölfe aus dem Weg schaffen. Nun, das klingt mir alles noch etwas sehr konstruiert. Wenn du mir nachweisen kannst, dass während des Vorfalls tatsächlich nicht unsere Brüder und Schwestern umgekommen sind, glaube ich dir vielleicht. Aber vorher musst du verstehen, hast du nicht wirklich einen Nachweis dafür? Du könntest mir einfach nur irgendwelche Sachen erzählen. Wir können in eins der Dörfer aufbrechen, wir beide. Wäre es ein Problem, wenn der andere mitkommen würde? Wenn sie auch eingeweiht sind und... Es waren dreckige Plünderer, mit denen ihr unterwegs wart, oder? Naja, man muss sich halt zu helfen wissen. Ich würde es bevorzugen, wenn wir beide aufbrechen. Nachher sind noch Spitzel unter ihnen, die unsere Mission den Wölf mitteilen. Auf eure Verschwiegenheit kann ich erzählen, Bruder Kasimir, nicht wahr? Nun ja, du möchtest mit mir da alleine hin, damit du mich dann mit deinen anderen Äschern auch ermeucheln kannst, nicht wahr? Ermeucheln? Wer hat dir solche Flausen in den Kopf gesetzt? Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie unsere Brüder und Schwestern verschleppt worden sind. Glaub mir, ich weiß auch, was vorher mit uns unter Sandrick passiert ist. Mach mal einen Insight-Wurf. So. Auch richtig gut drin, ey. Okay. Okay, sag ich nur okay zu. Okay. Naja, schauen wir doch, was die anderen machen, nicht wahr? Wir haben schon viel zu lang allein gelassen. Ja, ich komme gleich. Ach, wir brauchen ziemlich lange da drin, oder? Werter König, bitte noch um einige Minuten der Verständigung mit meinem ehemaligen Kollegen. Dann knallt er die Tür zu und würfelt in die Initiative. Ja, was ist denn jetzt los? Aua, jetzt geht's ab. Was hab ich jetzt verpasst? Komm ran, Bruder. Guckst dich weg. Da wird gebrawlt. Ich bin mit drin. Ich bin gechuckt, da kenne ich nichts. Sind jetzt alle drin? Warum würfelt ihr euch jetzt mit? Was spawnt ihr jetzt alle rein? Ich spawn gar nicht. Ja, theoretisch würfen wir einfach mal Performer rein, ne? Ja, man weiß ja nie, was passiert. Ja, genau. In der Theorie hören wir es ja, wenn es im Nebenraum Kraft gibt. So ein Hofscharlatan. Der wirkt schmierig. Er ist ein Abgesandter der Magier in meinen Reichen. Der wirkt gierig. Wir pflegen gute Beziehungen zueinander. Aha. Er ist einer meiner Hofmagier geworden. Das sieht aber nicht sehr rekonzierlich aus. Also ich glaube, das wird nichts. Was machen wir denn, wenn... naja, ich meine, wenn es da Meinungsunterschiede gibt zwischen unseren beiden Hofschranzen. Dem Moment klingt irgendwas Dumpfes aus dem Nebenraum. Anscheinend schreit da irgendjemand.
Ihr könnt mal alle einen Perception-Wurf machen. Während du Kasimir hörst. Beuge dich meinem Willen, du Narr! Der ist kurzierlich, genau. So, was macht er da? Du wirst versucht zu commanded. Das wird sowas von gecountert. Oh, fuck no. Aber dann musst du mal würfeln, ne? War das nicht so? Naja, er muss einen Konstitutionsrettungswurf machen. Ja, er muss einen Konstitutionsrettungswurf machen. Stop it! Ach, das wurde genervt, echt? Ja. Weil gewisse Leute ja damit nicht klarkommen. Müssen wir mal selber reingucken, wie das Leute genervt wurde. Ja. Min-Max den Zauber nehmen. Ja, so krasser Min-Max. Mag dein Zauber nicht. Wie kann man das nur vom Magier erwarten, tatsächlich auch gegen Magie was machen zu können? Sag mal, ist das dein Ernst? Ja, okay. Aber wie war das? Okay. Der behält den Spell, aber der wurde halt nicht gewirkt. Okay. Achso, ist dann trotzdem nicht gelungen, oder was? Ist nicht gelungen, aber der verliert den Spellslot nicht. Ah, ja. Okay, na gut, dann ist halt was Hause verschwendet. Ne? Was passiert denn hier? Okay, er versucht in deine Gedanken einzudringen, dich zu einer Marionette zu machen, aber du wirfst es ihm wieder entgegen und der Zauber prallt ab. Ich mach's nicht schlimmer, als es schon ist. Und hat er sonst noch was auf Lager? Na, er gluckert sich eine Potion rein. Ja moin. Alter, der macht sich. Potion auf ihre Der soll nicht unseren Loot versaufen. Ich muss ihn umbringen. So true eigentlich. Warte, ich muss die nochmal gluckern, die hatte keinen Effekt. Wir haben sofort direkt zwei. Ist ja wohl frech, ne? Das läuft da einfach unseren Lude, ich glaube, es hackt. 10. Eieiei. Ich glaube, doch schubst dich schon, oder? Gönnt sich wirklich, Das ist ein Knick. Stimmt da 10? Die hat doch gar nicht so viel an temporären Hitpoints, oder? Moment. Ne, achso, sind Flat 10, na gut. Dann ist er fertig. Was haben die Perception-Würfe gesagt? Urs hört das auf jeden Fall. Urs hört es sogar dreimal. Okay. Knock hört es. Björn da hört es auf jeden Fall. Und nur Irsa und Vincenzo sind im Unklaren. Obi, ich glaube, da gibt es irgendwelche Meinungsverschiedenheiten. Die machen da Zauberscheiße. Wir müssen Kasimir helfen. Hier werden keine Waffen gezogen! Naja, ich zieh meine Axt! Was ist denn, ich brauch meine Waffen ziehen! Wartet! Was ist denn, wenn euer Magier zuerst angreift? Dann wird der andere ihm einen guten Grund gegeben haben! Das glaube ich nicht, Upi! Mein Wort steht, es wird hier keine Waffe gezogen! Dann haltet euren eigenen Zauber! Also dann haltet euren eigenen Zauber im Zaun und schickt eure Wache da rein. Glaubt ihr nicht, ihr habt genug Krieg vor der Tür? Dann muss das hier drin nicht auch noch ausarten. Gebt mir mal einen Persuasion-Wurf. Oha. Oder du, Irsa. Oder du, Knock, einer von beiden. Könnt euch ja gegenseitig unterstützen. So? Also wenn du besser... Also ich glaube, Knock ist mit Safe besser drin, oder? Also pass auf, ich hab... Persuasion habe ich leider plus 0, aber ich könnte ihn anlügen, da hätte ich plus 3. Ja, Persuasion habe ich plus 2. Ja, mit was denn? Also, Persuasion habe ich plus 2. Mach du. Ja, hör auf sie, Opi. Ich versuche sie zu unterstützen. Ich weiß nicht, ich habe Ding durch. Ja, ich habe. Ja, okay. Was war unterstützen hier nochmal? Ich bin gerade wieder zu sehr bei Pathfinder. Wäre das. Vielleicht sogar Advantage, wink, weil ich ja die Großtat. Ja, okay, würfel nochmal, Irsa. Ich glaube, das war tatsächlich Advantage. Gibt's Job 8? Sag mir bitte, einer von den beiden brauchbar, der von den. Und bitte sag mir, irgendeiner war brauchbar. Oh nein! Okay, also. Er ist unbeeindruckt. Also, die beiden klären ihre Probleme unter sich und hier wird kein Messer oder Axt gezogen. Ich würde gerne, also du bist ich würde nicht zu... dran, zurück mit dir. Ich will aber. Jetzt ist Björn da erstmal dran. Oder. Wo sind die nochmal hingegangen? Ich kläre das. Da oben, glaube ich. Ich brauche keine Waffen. Ich bin die Waffe. Ja, klär das. Der macht nur. Wenn ihr die Tür öffnet, bedeutet das Kampf.
schreit der alte König. Obi, du willst doch nicht die Situation eskalieren lassen. Ihr seid hier unter meinem Dach und benehmt euch wie die Barbaren, die manche von euch sind. Ich glaube, der wurde von den Eisenhexen. Sorry, Bro. Großvater Cendric, ich glaube, ihr wurdet von diesem Scharlatan Magier, sagen wir mal so, ich wurde ins Ohr geflüstert. Das hatten wir schon. Er ist ein wertvoller Verbündeter. Niemand hat mir ins Ohr geflüstert. Quelle? Cendric. Ich öffne die Tür dann. Ja, ich setze mich schmollend auf den Boden übrigens. Und es geht los. Tür wird geöffnet, alle Wachen würfeln sich. Oh no. Ja, ich setze mich schmollend auf den Boden. Ich wäre doch ganz entspannt rausgekommen. Och man. Das heißt ich aber nicht. Ja. Cendric würfelt sich noch nicht rein. Ich mach bei sowas nicht mit anscheinend. Jo. Okay, well, Jonda. Du siehst jetzt dort Alexus, der gerade einen Heiltrank auf den Boden wirft. Wie was? Ein Heiltrank? Ja, ein Trank halt. Achso. Irgendeinen leeren Trank. So eine große Ini hat man lang nicht mehr. Was ist hier los? Erklär dich, wie heißt du nochmal? Schließ die Tür! Wir haben hier was zu klären. Weg mit dir, du hässlicher Bär! Das reicht. Oh shit. Genug ist gut. Zack, eingedost, ey. Jetzt kommt so ein Bandsgesichtsschlag von oben. Noch will ich ja nicht an. Ich nehme mir erstmal einen Ringkampf nur. Oh ja. Schönen Kopfnuss. Schönen Kopf abreißen, bitte. Oh, okay, sorry. Die waltiert auch mal Athletics-Wurf einfach nur. Ja, gegen seinen. Das sind Bendur, ne? Die können nix, die Wachen. Er muss jetzt gegenwürfen, meine ich? Okay. Oder er ist viel zu krass, wie in allem. Oha. Oha. Da ist noch niemals sein Heroism-Potion drin. War hier ja auch eine Attacke, oder, gewesen, ne? Ich kann mal zweimal angreifen, heißt, ich gehe nur mal einen Ringkampf. Komm, ja, nicht Attacke, das ist eine Aktion, ne? Das ist eine Aktion, nicht eine Attacke. Achso, dachte mir eine Aktion. Keiner kann mehr 5e spielen. Ich glaube auch nicht mehr, ey. Ich glaube, du konntest tatsächlich einen Angriff durch einen Grapple ersetzen. Ich glaube, so hat das funktioniert tatsächlich. Ja, auch beim Multi-Attack? Das müsste ich jetzt nochmal eben nachschauen. If you are able to make multi-attack with an attack action, this attack is one of them. Okay, ja, dann ist in Ordnung. Dann hast du. Sind geil. Ja, viel Spaß. Also kann ich zweimal angreifen mit Grapple. Hier geht's aber, ja, auch, geht's aber auch. Zum Glück seit 3.5 keine Penalty mehr für nochmal grappeln. Ja, also du kannst multi-grappeln. Würfel. Okay. Hier. Oh. Alter! Alter, wie scheiße würfelst du denn auch heute? Wie krass würfelt er bitte? Ich wollte gerade sagen, was ist das für Mage, Digga? Total OP, ey. Vergisst aber auch, dass er eine 13-14 würfelt, obwohl er plus 7 hat. Ja, das ist halt der Klassenbeste, ey. Wie kann gewürfelt er denn? Ist ja Obershit. Knock knock. Ja, ich würde dann Lanlan, würde ich dann so an, sag ich mal, ihren Kleidung so ein bisschen zupfen. Ey, komm, Lanlan, wir halten uns da erstmal raus. Die ist auch hin und her gerissen. Ich gehe dann hier oben hin und mach dann so Schneiders jetzt. Auf eine der komischen Amphoren hier oben. Ich setze mich da oben drauf wie Yoda. Und dann so sorge ich dafür, dass Landan auch nicht mitmacht. Und dann bleibe ich da erstmal. Wir werden schon wieder zur Vernunft kommen. So, die Wache. Ja, ich hab gesagt, du sollst hier draußen bleiben! Greift den Bären an. Mit dem Speerchen. Mit dem Speer direkt, oh, das war's. Aber er hat noch nicht getroffen. Hä? Fuck, 19 trifft nicht. Die Milch ist noch nicht ver... 19 ist niedriger als 17, ist doch klar. Mathe Mann. Keine Ahnung. Frag du hast weniger Rüstung, vielleicht, oder? Ich hab 17, steht aber drin. Vielleicht. Oh nein. Kann das sein, dass du geupdatet hast, die 5. Edition? Nee. Oh, broken. Hat er über andere irgendwie was? Keine Ahnung. Ist bei dem Update dann gewechselt worden. Gib was höher ist Schaden. Fix. Hat der Speer vielleicht Nachteil, wenn sie greifen mich an! Fuß ist oder so.
Sie haben die nicht Aggressionspakt gebrochen. Ja, aber dann würde er Disselbeine stehen, also das ist ja auch nicht. Ja, das stimmt. Deckung habe ich auch keine. Gucken wir mal, ob der hier auch so komisch ist. Oh, das ist der Veteran schlägt zu. Oh nein, die Veterane, das sind die ganz Bösen. Das kann ich jetzt nachvollziehen bis jetzt. Aber ja, die Veteranen haben ja zwei Angriffe. Die noch CR3, die Veteranen. Die sind aber trotzdem ein bisschen schlecht. Und dann zieht er noch sein Kurzschwert, aber das kostet ihn jetzt den Rest der Interactions. So, Urs. Oh, ja. Wollte eigentlich nicht zuschlagen, aber wenn die jetzt alle entspannt euch bitte. Ich Björn da einstechen, dann... Die haben zuerst zugeschlagen. Ich kann die... Alle entspannen. Ich kann die Situation entschärfen. Please. Entspannt euch. Das ist vorbei, glaube ich. Hallo, Urs hat zwei Gehirnzellen und die beiden heißen draufhauen. Eine drauf, die andere hauen. Genau, ich entschärfe diese Wachen. Ja. Da werden Gelegenheitsangriffe getriggert. Oh no. Ist was? Ja, der einen, ja. Von dem Kollegen hier. Ja, er verfehlt aber. Plus 3 Bonus, ey. Okay. Da geht gleich auf den ersten aus. Du hast angefangen. Und damit wird die erste Penoware totgeschlagen. Ich glaube, damit ist jede Möglichkeit im friedfertigen Ende. Ist egal. Kasimir ruft noch, ich kann das klären in dem Moment. Platsch. Lecken will Netz um den Holzboden. Das hat den anderen schon richtig in den Finger gejuckt, ey. So. Und die Leiche fliegt dabei nach links, genau. Move it. Du hast ja was hier kein Teppich ist, ne? Boom, Mensch! Ach, genau, das war mein. Und du noch hörst jetzt auch auf, sonst gibt's noch mehr Haube. Nee, der Veteran, ich hätte lieber den anderen genommen, glaube ich. Der Veteran ist doof. Der hat ja nicht zugeschlagen. Der hat noch nicht zugeschlagen. Okay. Mhm. Genau. Dann geht er hier hin. Was ist das denn? Und guck, dreh mich in den Raum. Machen nur Probleme. Habt ihr gesehen? Jeder, der zuschlägt, den mache ich kaputt. Hört auf zuzuschlagen. Kannst du mal eine Intimidation würfeln? Okay. Mach ich kaputt. Oh, kann ich da meine Presence einsetzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das Manöver? Ja. Nur doch, wenn es das sagt. Ich weiß nur gerade nicht, was es sagt. Ja, es gibt mir meinen Manöver-Dive auf ja, dann. Ja, das geht. Oha. Auch auf Intimidation. Oh? 14 reicht vielleicht, um die Guards abzuschrecken, aber die Veteranen sind sturköpfig. Okay. Dann werden sie halt alle eingedost. Ist auch gut, da können wir Opi gleich ein bisschen, eindosen. Nee, können wir ihm einen neuen Hof geben. Der wird höchstens den Haushalt erst versetzt. Wir tauschen gerade doch nur das Personal aus. Ich wollte gerade sagen, ich gebe mir dann ein Signal zu. Wir sind andere Leute, oder was? Die Möglichkeit bestellen, ne? So, okay. Ich bin ja dran. Der schließt hier auf. Und schreit dich an und greift dann mit Kurzschwert und Langschwert zusammen an. Ich stehe gerade wie so für Türsteher vor der Tür. Ne? Mörder! Ja, genau. Ihr kommt nicht vorbei. Einmal geht das Langschwert an dir vorbei. Ein zweites Mal trifft es. Oha. Mach nur Schaden. Hatte ich irgendwas gehabt, was dagegen wirkt? Und dann zieht er noch sein Kurzschwert. Und ist erstmal fertig. Vincenzo. Vincenzo. Ja, ich guck dich nochmal eindringlich an. Nicht mein Opi und nicht Lanlan. Den Rest kannst du abmurksen. Alles klar. ich würde zu Rolf rufen. Rolf, ich gehe davon aus, dass du dich und die zwei Einis da unten kümmerst. Und würde Rolf bitten, ich muss mich noch in die Nähe reinwürfeln. Ja, der war schon dran. Kann der zwei Schritte nach vorne gehen? Nur zwei Schritte nach vorne einfach gehen. Ja, okay. Damit die zwei da rechts. So. Also. Ihr wollt also unsere Bären angreifen. Oh nein, es gibt das Smite-Gewitter, ich hör's doch. Bären und. Moment, ich hab. Los.
Jetzt geht's wieder los. Nein. Oh no. Das hängt erst bald. Das daneben. Oh. Moment. Den habe ich nicht mehr. Wirklich getroffen wurde noch keiner, ne? Bis auf die Bendo-Wache? Nee. Ist mir egal, bin ich ehrlich. Ach stimmt, ich habe ja Extra Attack mittlerweile. Ja. Oh no. Mach die Dose zu. Och. Oh Gott, nee, was ist denn das? Heute läuft damit. Nicht. Dann. Nicht damit. Boah, das darf ich auch nicht. Nur kurze Frage, ne, wegen Sentinel, ne? Muss der gehittet wird in 5 Feet zu mir sein, oder muss der hittet in 5 Feet zu mir sein? So wie ich das lese, muss der hittet 5 Feet zu mir sein. Ich kenne den Text gerade nicht. Sentinel Moment. Ist, wenn einer an dir vorbeiläuft. Und nee, das auch. Aber so. Sentinel, when a creature within 5 feet of you makes an attack against a target other than you. Der muss 5 Feet von dir entfernt sein. Aber nur der Attacker, ne? Ja, ja, wenn der jetzt hier Urs angreifen würde, dann darfst kann ich da alles oder wenn der Björn da. Ja, dann bin ich erst. Kann ich Divine Smite dann noch dazu juckeln? Ja, klar. Nice. Dann bin ich erstmal fertig. So. Weiß man, die braucht Smite eine Attack Action? Soweit ich weiß nicht. Nee. Das ist Special. Immer, wenn du triffst, dann kannst du das als ja. Bonus machen. Gilt als Special Feature. Kasimir. So grobschlächtig, Alexus. So grobschlächtig. So. Zack. Jetzt zeigt es sich, ob unser Magier auch gute Zauber hat. Ja, ich mache jetzt sowas von Abgang. Ach, ey, kann er nicht, okay. Ich kann die Situation entspannen. Ich mache einfach einen Abgang. Die ist quasi maximal gespannt. Also Entspannung wird jetzt nicht mehr helfen. Aber die Tür ist blockiert mit 2 Bären und 3 Wachen, ne? Ja. Das ist halt so ein kleines, Problem in meinem Plan. Kasimir ist tot! Das ist also typisch, weißt du, legt den Plan um. Den Plan nicht funktioniert, ich mach ihn trotzdem. Ja, ich hab halt nicht gesehen, was da unten abgeht. Sorry, dass ich halt nicht metagame wie andere Leute hier. Wir haben auch nicht Metagame. Wenn die Metagame hätten, hätten die ja nicht angegriffen. Also Metagame funktioniert auch bei mir zum Beispiel gar nicht mehr. Ich kann so viel Escape drücken und meinen Token abwählen, wie ich will. Ich sehe hier oben trotzdem nichts. Ich sehe auch nichts. Ich auch nicht. Ich hab noch nicht den Bild gefunden, das eigentlich gedacht. Als du gerade verschwunden ist, ruft die Walküre oben in ihrem Käfig noch, befrei mich! Abgelehnt? Hä? Argument? Die Walküre willst du nicht befreien? Alles no. Klar. Ja, das ist ja ein Bendur auch, der Kasimir. Ja, eben, das war doch keine Valkyren. Kopf ab. So ist fertig. So ist im so ein Argument. Ich hab vollkommen vergessen, was hier drin ist, Alter. Deswegen erwähne ich es nochmal. Argument, sie ist Gefangene von den Feinden. Frei die mal lieber nicht. Ja. Schlechtes Argument, Quelle. Quelle, so. Wir werden angegriffen. Achso, Rolf wollte. Feinde. Rolf hat ja unseren Zug. Der knüppelt noch. Oh. Oh, Rolf, ey. Auch nicht mehr, das was er mal war. Hat Wolf nicht extra Attack? Der hat eine Bonus-Action hier mit seiner Hand-X. Oh, Rolf. Weit. Ja. Hä? Mit einer 21 nicht? Ja, heute läuft das. bei dem Tool, ne? Aber hier ist irgendeine Fehlermeldung, dass irgendeine Target-Land-For-Count-Formula in der Hand-X nicht mehr stimmt. Also das ist wahrscheinlich das der Grund. Naja, ich kann es ja manuell machen. Ja, oder eben die Hälfte seiner Gesundheit weg. So, dann, welcher ist denn das? Der hier bei Vincenzo, der piekt dich einmal. Der ist eingekreist. Ja. Bringt dir doch nichts, oder? Das war aber nix. Das war aber nix. Naja, bringt dir nichts. Der hier geht auf Rolf. Das trifft, da funktioniert der Speer. Okay. Kratzt den legendären Raider ein bisschen an. Dann beginnt die Runde von neuem und Senric zieht sein Langschwert. Es reicht! Wenn ihr nicht hören wollt! Und würfelt sich erstmal als letzter Mann. Er ist ein alter Mann. Ja. Er kann halt auch nicht so schnell. Hier ist er.
Muss erstmal von seinem Thron runter, ey. Tja, mach den König kalt. Königsmörder. Dann hab ich neben dir gleich die Klinge am Hals. Nimm ihn in den Schwitzkasten. So sieht's aus. Dann nimm ihn in den Schwitzkasten, ist vorbei. Ist vorbei. Ich guck mir erstmal die Person da vor mir an. Du meinst mit deinem geschlitzten Auge, wenn du einen Pfeil auf ihn schießt, ne? Ihr schafft es euch auch wirklich immer so hinzustellen, dass sämtliche Zauber euch auch immer mittreffen. Das ist wirklich... Wie es halt sein muss, ne? Kann man auch glaubieren, ey. Zauberer. Wenn man blockiert, dass die Wachen nicht zu euch rein. Deswegen hab ich auch einfach Feuerball reingeschmissen irgendwann. Ja, um dich als Magier zu schützen. Ach, das gibt's doch nicht. Ich ja, aber wir würfeln auch wie die letzten Packklappen. Kannst du den Feuerball hier unten reinschießen? Ich hab keinen Bock mehr. Ich halte das aus. Oh, ich stell mich hinter euch. Wir sitzen auf den Töpfen. Aber erst wird er angegriffen. Setz sie nicht zu uns. Wir haben nichts getan. Das wäre doch egal. Da wird Rolf verfehlt. Wir müssen noch mal Schutzschild nehmen. Hier wird uns angegriffen. Hat er nicht gerade geschafft, die normalen Guards zu intimidaten? Aua! Ah ja, okay, ist mit Nachteil. Obwohl der König sein Schwert gezogen hat, zittert er hier doch. Schauen wir nochmal hier. Warum musste Alexis denn Auge machen, ey? Jetzt dauert das wieder 3000 Stunden, ey. Okay, trifft sich doch nicht. Ja, das ist so laut plötzlich. Mit der Musik, was los? Ich hab einfach Sound ausgemacht. Der hier... Gesellt sich auch zu Vincenzo? Du denkst also, du kannst was. Kling. Nein, Mann nicht. Und dann ist unser guter Boy Alexis wieder dran, der sich im Raum umguckt. Geht schnell sein Zauberbuch durch. Ist das ein Manipulation? Also theoretisch kann er einfach die Tür zumachen, dann ist okay. Ja, die wird halt wieder aufgemacht, ne? Ja, aber er kann dann laufen. Der kann halt gehen, ne? Der gute Mann gibt sich erstmal eine spirituelle Waffe. Was? Das ist ein Priester? Ja, okay. Ha? Der hat verbotenes Knowledge, ey. Nee, aber nicht nur darüber. Das kann er gerne wirken. Spiritual Weapon, ey. Was ist denn für ein? Das ist ein Kultanhänger oder was? Weiß ich nicht. Er ist ein Anhänger der Eisenex. Also wenn er das als Magier kann, ne? Eine violette Sense erscheint. Aha. Total das Zeichen von Palta. Was ist denn die Sense? Ist das Zeichen von den Eisenhexen? Weiß ich nicht. Kann schon sein. Ich hab noch nie eine gesehen. So, die greift wissen dann. Wissen wir das? Kann man einen Recall Knowledge Wurf? Das ist noch an. Auch so Recall Knowledge. Mächtige 3 Schaden. Die trifft ihn für 3 Schaden. Oh, wow. Aua. Alter, Urs. Das hat die auch. Das zieht ein bisschen. Und dann hat er noch einen Cantrip über. Oh, ist der nur hin? So, aber der Cantrip bringt ihm auch nichts. So. Matrone, höre mich an und läutere diese Narren! Matrone? Aha. Welche Matrone? Was möchte da? Für eine Patrone? Ich erstmal durchgehen. What the fuck? Achso, Entschuldigung, falsches Spell. Ja. Falsches Spell. Mächtige Schadenszauber, ey. Um Urs herum wird einfach nur geflucht durch Thaumaturgie. Einmal im Chat Urs den Wurf. Alter, meine Ohren, ey. Junge, ich hab da schon noch 30% oder so. Jetzt knistert, ja gut. Macht keinen Schaden. Scheppert richtig in der Ohrmuschel. Ja, da. Ich habe einen Religionswurf machen, um zu gucken, wen er gerade angerufen hat. Anscheinend Matrone, hat er gesagt. Hm? Oh, aber damit hat er sich aber verraten. Ich will alle nur Benny nicht, aber ich glaube, ich habe ist overkill. Hast du das gehört? Opa, er hat irgendeine Matrone angebetet. Er ist euch gar nicht geholt. Zenrik lächelt daraufhin nur grimmig. Der ist verloren. Mach ihn kaputt, hat Kasimir aufgelöst. Wie ist das Wetter eigentlich gerade? Ist im Turm reichlich egal, würde ich mal behaupten. Aber die Bevölkerung draußen ist mir auch scheißegal.
Also, warm, mein Freund. Nicht nur Ben, du hast die Ben eh ausgeraubt. Wir vernachlässigen jetzt hier in dem Kampf deine Temperatursachen. Danke, also, du hast meine Verwandten angegriffen. Meinst du immer noch so dein Sohn? Warum kann ich den nicht angreifen? Da ist eine Wand dazwischen. So eine Wand. Ja, die Tür ist wahrscheinlich zwischen den beiden. Oh, die Tür weg. Kann ich immer auch nicht. Komm mal aus deiner Wand da raus. Was sind wir da? Guck mal, ich bin halb Wand drin. Jetzt geht jetzt. Das Tool hat wieder Bock. Okay, er hat auch geisteskranke Rüstung. Nicht. Ja, doch, trifft halt. Hä? Irgendwas stimmt halt nicht mit der Berechnung. Dann, kannst Schaden würfeln. Gut. Schön. Damit haust ihm fast die temporären AP wieder weg. Damn. Dann, hast du ihm ausgetrieben. Das ist mal das Wichtigste anmachen. Ich würde die unten durch die Kampfleiste anmachen. Braucht man nicht. Ich finde die geil. Muss ich immer auf die andere Seite gehen für meine Fähigkeiten? Tisch, tisch, tisch. Abgestochen. Bunk. Das trifft diesmal aber nicht. Aber ich habe ja noch einen Angriff. Oh, und noch einer. Das trifft. Gut. Da haust du den Zahn raus. Okay. Dann knock, knock. Opa, erkläre dich. Was hast du mit den Eisenhexen zu schaffen? Sie sind unsere wohlwollenden Beschützer! Er ist verloren. Landland, hast du davon gewusst? Das habe ich euch doch gesagt, ja. Ja. Deswegen hast du doch gesagt, wir sollen abhauen. Ja. Hm. Problem. Dann ist mir das irgendwie entfallen. Also, nehmt mir das nicht übel, Knock-Knock, aber ich befürchte, wir haben uns gerade für eine Seite entschieden. Nein, haben wir nicht. Ich bleib hier. Und wie einer rührt Opi an. Also, ihr könnt ihn ruhig bewusstlos schlagen, aber töten dürft ihn nicht. Ah, okay. Geht doch für Landland. Also, wir brechen ihn nur aus Genick. Gut. Landland, ich erinnere dich an deine Pflicht als Königswache. Sie hat gerade, du hast sie gerade freigestellt. Stimmt. Und sie hast du in meinen Dienst unterstellt. Argument wurde gemacht. Das ist so true. Oh nein, wie schön. Mach mal trotzdem einen konkurrierenden Persuasion-Wurf. Ach du Scheiße, ey. Kann ich Deception nehmen? Weil es ist ja. Aber eigentlich ist die Wahrheit, ne? Ah, das ist richtig. Bitte gewinn, ich stehe uns Mili. Okay, pass auf. Ich mach. Die schmeidet dich so weg, ey. Persuasion Skillcheck 17, oh Gott, ey. You can do it! Ja, ich hab plus 0, ne, also ich find's auch gerade hier. Wo ist eine 18? Ich weiß nicht, was ich würfel. Eine 12 gegen eine 17. Oh nein. Jetzt hab Landland jetzt echt gegen uns fightet. Ja. Also wie gesagt, die wird die, oh Gott, ey. Genauso schlechte Indie wie ihr König. Zu alt, ey. Verzeiht mir, König. Ah, knock knock. So, für. Tut mir leid, Lan, ich werde dich nicht töten. Ja, dann werde ich mal versuchen, sie nicht zu töten, während ich sie gleich kritten werde. Und abstechen werde. Ich nehme natürlich meinen magischen Dagger und meinen. Okay, man kann eine Waffe nur ziehen, ne? Pro Interaction, ne? Ja. Okay, dann nehme ich nur meinen magischen Dagger und würde dann ihr versuchen, mit dem Heft gegen ihre Schläfe zu hauen. Besieg dich, Landland, du bist auf meiner Seite. Den Alten werde ich auch nach Verstand einflügeln. Und dann passiert Folgendes. So, und dann gibt's Oh nein. Oha. Doch. Hast du gerade gesagt, Verstand einflügeln? Ja, ein Prügel natürlich. Also wie viele Einsen? Ja. Das wären 3 Einsen gewesen, hätte ich das nicht rerollt. What the fuck ist das für ein Scheiß wieder mal? Gefällt mir. Aber kommt der Reroll auch noch? Hab ich schon. Ist schon gerollt. Es sind trotzdem 2 Einsen. Achso, da oben. 8 Schaden oder was? Ist ja traurig. Nein, nein, nein. 6 plus 1, 4. Ist ja traurig. Das
Darf ich nur mal, also Minimum ist 5 Damage, ne? Ja, ist richtig. Ja, Maximum ist 23. Ja, Schatz, du hast gereroll und eine 1 kassiert. Ja, ich hab dann auch nochmal eine 1 gewürfelt anscheinend. Aua. Oh nein, wie unlucky. Knock Knock weiß noch nicht so recht, ob sie sich verletzen will oder. Ach scheiße, ich hab vergessen, ich hab die Geburtsrune. Das ist egal, ist in Ordnung. Dann hätte ich wahrscheinlich den Persuasion nochmal rerollt, aber ist egal. Gut, dann ist es schon vorbei jetzt, sie haben schon angegriffen. Dann bin ich quasi durch. Okay, Rolf macht mal hier ein bisschen das Feld sauber. Mach mal ein bisschen Action hier. Ja, ist eine Lüge. Trifft. Lügt uns hier immer an. Und verteilt Bendur an der Wand. Gut so. Und dann noch mit der Handaxt. Trifft leider nicht. Trifft nicht. So, Veteranenkollege schnappt sich Björn da. Jetzt mit beiden Schwertern in den Händen. Oh no. Oh, da wird reaktioniert. Ich hasse diese Welt. warum kommt meine Attacke jetzt eigentlich nicht durch? Hast du da irgendwie noch eine... Drück nochmal drauf. Nochmal ein altbekanntes Zitat zu bringen. Ich sehe auch die Angriffe nicht von dir, ehrlich gesagt. Nice! Ich sehe den Angriff auch nicht vorne. Vorne. So. Trifft nicht, zweiter Angriff. Alter, das fliegt vielleicht hin. Trifft auch nicht und das Kurzschwert noch. Alter, okay, kann er sich mal entspannen. Das trifft dann doch mal. Wie viel Schaden macht der? 6 wird er machen. Warte. Das muss ich jetzt einmal einsetzen, glaube ich. Bin bei minus 2, ne, oder? Ja, genau. Bei minus 2? Achso, jetzt ist er auch viel klein geworden. Das war's. Doch, da kam was. What the fuck? Was da kam? Malicious Perry. What the fuck? What the fuck ist das denn? Erkläre. Der böse. Ja, irgendwann NPC innerhalb von einer Meile kriegt jetzt den Schaden ab. Sie ist davon ausgenommen, die ist kein random NPC. Nee, du musst dir das jetzt so vorstellen, das ist so ein Fischer, der denkt sich gerade so, Schatz, ich geh da Gib mir mal ein W100, obwohl, nee, da leben mehr Leute, gib mir mal ein W200. Oh mein Gott. Oh nein. Und bei einer 200 trifft es Siede. Oh Gott. Ne, 0,5%, das kann ja nicht machen. 137 da. Da fällt irgendwie die zweite 3 noch. Also, ja, jetzt der alte Fischer, der letztes Mal noch los wollte. Ich treffe den König. Bis heute Abend, Schatz. Ich treffe den König. Bereit mir meine liebsten Senfeier vor. Die hier Anwesenden werden innerhalb von 1 bis 10 oder wie viel es auch immer hier sind gerade. Ja, irgendeinen Random auf der Straße. Oh, beste Fähigkeit. Da geht der ganze Schaden jetzt drauf, ne? Schweine. Irgend so ein weisen Kind wird umgebracht, ey. Ich kann endlich mir ein Brot leisten. Gibt's da noch einen anderen Prinz oder Prinzessin? Ich kann wieder sehen. Okay. Ja, hier gibt's. Der hat tatsächlich eine Frau und ein Kind, der ein gutes Handwerk. Oh nein. Aber wie gesagt, es sind 1 bis 10 enthalten. Was hast du gerade die Tür zugemacht? Ja, ne, ist Ups. Eine andere. Nee. Okay, Bro. Kämpfen, nicht kämpfen. Ist doch ganz einfach. Wie viel haben wir eigentlich gerade? Box den mal weg, ich hab einen Plan, Der Fatzke steckt hinter allem, ist doch ganz einfach. Oh ja, gute Idee. Bonk. Ach, ich hab was vergessen, okay. Gut, ich habe ja noch einen Angriff. Machen wir es jetzt. What the fuck? Okay. Was? Ja, ist ein Battle Master, ne? Ich da kam halt gerade irgendwie 20 D4, die gewürfelt wurden. Achso. Let's go. Ja, okay. Ist der schon tot? Lebt der? Warte mal, ich muss mal eben jetzt gucken, was war denn hier die 20 D4? Der was Reihe, der 3, also mit den 2 Ticks 33 Damage kassiert. Achso, das war der Save, okay. Ja, der lebt noch, aber er ist schwer verwundet. Ja, jetzt gibt's nochmal zwei Hammerschläge.
Achso, hast du zweimal angegriffen? Warte mal, Action Search. Ne, davor hast du schon zweimal ihn angegriffen? Ja. Dann ist er tatsächlich tot. Oh. Ich kann aber noch mal zuschlagen. Okay. Willst du dann noch Action Searchen überhaupt, wenn er schon tot ist? Ne, wenn er nach zwei schon tot ist, dann brauche ich nicht mehr, ne. Da gibt er das Ding zurück, ne? Okay. Na jo. Er ist tot, wir können alle aufhören mit Kämpfen. Währenddessen saust ein Schwert auf den Safe. Und von hinten kommt so ein krasser Typ hier und haut dir ein Schwert in die Brust. Ja, Urs dreht sich rum zu den anderen und sagt es denen richtig ins Gesicht. Ganz, ganz fröhlich, grinsend und überzeugt. Ja, ist doch jetzt alles klar. Wir können aufhören mit dem Kämpfen, super. Der grinst nicht zurück, als er dich angreift. Hey, was? Kann man eine zweite Reaction benutzen? Leider nicht. Aber auch leider eher nicht. Zweiter Angriff. Oh! Ja, aber Urs hat gefühlt 98 Millionen HP. Da juckt ihn nicht, ob er 11 Schaden kriegt. Und hier gibt's das Crit-Deck nicht. Easy. Bade. Und ja, noch das Kurzschwert auch noch hinterher. Der darf dreimal angreifen? Das ist ein harter Veteran. Aber warte mal, Kurzschwert ist in der Nebenhand. Das macht ja gar nicht 5 Schaden. Plus 3 eben. Der macht nur 2. Rück 2 Schaden. Ach, der hat ja vorhin auch nur 2 Schaden bekommen, oder noch? Hat der 1 oder 3? Nee, der hat. Ja, der ist schon verkrafft, ne? Irgendwann im Bauer. Au! Aber dann darf ich jetzt auch wieder noch vorne, ne? Dann lebt er doch noch. Schatz, ich bin auch noch nicht ganz tot. Was stimmt nicht mit dem? Der macht ja immer weiter. Oh. Crit. Oh, hell no. Oh, no. Oh mein Gott. Der Kunibert wird gevierteilt. Der Kunibert lebt noch. Der Kunibert, ey. Der steht im strahlenden Glanze. Nee, sieht sein Ende leuchten. Bin fertig. Na gut, dann machen wir auch mal was. Machen wir was. Oh ja. Die werden jetzt. Ist nicht mal Bloody? Die werden jetzt so hypnotisiert, alle. Wir auch? Mehr als 50 HP! Nee, ich kann den Zauber tatsächlich halbwegs gut platzieren. Ja. Falls du alles. Mich triffst, ist egal. Hallo? Ja, Cast Spell. Ach du Scheiße, ist das Template massiv. Wen triffst du nicht damit, ey? Wie gesagt, wenn du mich triffst, irrelevant. Das wissen wir doch. Ich halt das aus. Was für eine Scheiße. Alter Junge. Buddy. Was sieht so aus? Oh, der hat 35% der hat reingehauen. Alter, das ist die FPS-Drop-Maschine hier. Kasimir lässt seine Fingerknöchel knacken und lässt da so ein paar ganz kleine Funken an Licht rausströmen, die sich jedem in die Schläfe reinsetzen und sie dann einschlafen lassen. Das war schlafen. Das hat ja tatsächlich sehr gut funktioniert. Holy shit. Die schlafen jetzt alle oder sind die... Ne, die sind incapacitated. Bezaubert. Okay. Genauso wie... Gecharmt sind sie aber glaube ich auch dazu. Gecharmt ist ja kein Problem, ich will ja nicht. Also ich meine, der eine Bandugard, den müssen wir jetzt noch ausschalten und den Rest. Ey, ohne Witz, die haben gerade alle einen Arrow to the Knie bekommen, ey. Naja, und in der Theorie müssen wir noch eine gewisse Dame überzeugen. Ja, die wird nicht überzeugt, die wird bewusstlos geschlagen und dann mitgenommen. Und geräubert. Nee, genau, die wird mitgenommen. Die wird entführt. Mit dem König. Der König starrt verdutzt in das schöne Lichtchen. Oh. Die Hälfte seiner Elite. Ich bin halt ein besserer Hofmagier, ne? Willst du eine Stelle? Ja, Das ist ja krass jetzt hier in dem Bogen, wenn du einen Concentration-Zauber hast, dann ist da dieser Pfeil in dem Icon, der sich so dreht, ne? Oh, cool. Das ist nicht gerade. Ja, dann gehe ich mal hier hin. So, hätten wir das Problem jetzt auch geklärt. Ich würde vorschlagen, wir binden den Rest zusammen. Und dann machen wir nichts wie weg hier. Können wir machen, aber erstmal. Hilf mir mal mit Lanlan. Die wurde fehlgeleitet. Lan, senkt eure Waffe. Das hat keinen Zweck. Wache.
Es ist deine Entscheidung, ob du jetzt dein Leben wegwerfen möchtest. Einen Persuasion oder Intimidation-Wurf. Ah, dann nehme ich lieber Persuasion. Alter, ey, Kasim ist mal richtig nützlich mit dem Blocky-Pattern. Ja, das hat richtig reingehauen. Nützlicher als ein Doktor mit diesem Kampf. Ja, das stimmt. Er guckt sich um ihn herum. Die Leibgarde ist nutzlos geworden. Selbst der König, dem König rinnt ein Speichelfaden am Mund entlang. Bitte, aber lasst den König in Frieden. Ja. Gebt mir euer Wort. Wir geben euch unser Wort, dass wir ihn nicht umbringen werden. Er kommt höchstens unser Haus, aber... What the fuck? Battle.net Updater Exe, please. Hör auf, meinen Bildschirm zu blockieren. Okay, dann legt er das Schwert auf den Boden. Schön. Ja, da kann man doch auch ein Problem klären. Das hätte ich halt auch die ganze Zeit machen können, aber... ja. Der andere... Oh, ist gar nicht dran, sondern Lan. Hast du gesehen, Lan? Wir haben geschworen, dass wir den König nicht umbringen. Jetzt gib schon auf. Wir wollen dir nichts Böses. Wir sind nicht euer Feind. Und was passiert dann mit Clan War draußen? Die werden nicht aufgeben. Wir wurden eingedost. Mor konnte eh noch nicht leiden. Dann greift ihr sie an. Ja. Vielleicht. What the fuck? Ich will kein Vielleicht hören. Nein. Warum nicht? Clan War ist nutzlos. Greifen die jetzt nicht an? What the fuck? Ja, ich mag die Antwort. Wir haben es gerade geschafft, uns nicht mit Heel anzulegen. Jetzt wollen wir uns wieder mit denen anlegen. Heel will davon nichts erfahren. Ja, safe. Gern Oberchefin da. Ja, pass auf, die hat einfach da nur. Ha, meldet sich wieder nicht. Hab mich mal geghostet, denkt sie sich. Ihr dürft einfach den ganzen Clan umbringen, bevor sie zur Tür kommt. Die waren doch super nett zu uns. Oh. Die ganze Zeit. Knock, knock. Reite uns nicht in die Scheiße. Wie gesagt, ich werde meinen Großvater nicht opfern lassen. Der kann uns doch genützlich werden. Oh. Er ist immer ein Anführer der Beendur. Außerdem ist er von meinem Geschlecht. Das heißt, er wird uns nicht hintergehen. Wir können ihn ja einfach mitnehmen. Aber er ist nicht blutsverwandt. Doch, ist er. Nein, ist er nicht. Versteht mich nicht falsch, aber ihr erinnert euch schon daran, dass er selbst doch gesagt hat, dass er euch beinahe mit umbringen lassen hat und du weißt nicht, ob das die Wahrheit ist. Nein, er hat es nicht getan. Mein Vater war es. Er wird dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Dann werde ich höchstpersönlich den Hals abschneiden. So viel COD von deinem Blut werde ich niemals betrayen. Ja, so einfach dein Vater. Ja, also meine Informationen sind bis jetzt, dass er meine Familie betrayed hat, um die Ländereien meiner Mutter zu erben. Und deswegen werde ich den aus den Garaus machen. Aber da kann Opi ja nichts für. Noch nicht, der wird gleich erstmal verhört. Echt mal. Opi did nothing wrong. Naja, vielleicht schon, aber erst noch nicht. I can fix him, I can fix him, sagt Knock Knock. Ich würde sagen, bevor wir uns auf eine Seite schlagen, Lan, sollten wir ein Gespräch nochmal etwas offener führen mit dem König. Genau, wir werden erstmal mit dem König reden. Wenn er uns überzeugen kann, werden wir natürlich auch gegen Clan War vorgehen. Okay, also gut. Und ihr tut mir leid. Stellt sich dann nur schützend neben ihn. Would you like to use a reaction? Tja, Knock Knock, ich mein Schwimmkart. Das ist auch ein neues Fenster, cool. Dafür sind nur meine Charakterbögen richtig abgefuckt gerade. Funktionieren nicht. Ja. Außerdem, okay. Lan, egal, machen wir später. Dann ist mit Lan, ach, na gut, da unten, der wird von Rolf erschlagen oder eingeschüchtert und ergibt sich auch. Aber das ist jetzt gerade einmal keiner hier feindselig. Ich schlag zu. Nix. Ich verstehe das nicht. So geil, dass einfach Vincenzo aus seiner Rüstung sabbert. Ey. Das ist so gut. So, dafür, dass ihr das auf die ein oder andere Art gelöst habt. Hast du leise bei mir nicht die Mama? Ich würde einfach aus Sicherheitsgründen trotzdem mal von den Wachen die Waffen einsammeln und irgendwo mal beiseite deulen. Ich würde natürlich irgendwie bei Kühe rauslassen, ne? Oh. Nein, die macht doch wieder einen Kampf, ey, du Idiot! Raus mit der!
Finde ich gut. Hallo. Raus mit der Viechers! Seht ihr alles? Ja, du machst. Du musst mal den Athletikwurf machen, um den Käfig aufzustemmen. Und danach den Athletikwurf, um sie festzuhalten. Ich muss nur kurz gucken, ob ich eine Quarbar habe oder zum Helfen. Mhm. Kann dir helfen. Ich helfe ihm. Ich habe keine Quarbar, ich mache einfach mit meinen Händen auf. Ja, ich helfe dir. Back again. Keine Ahnung, was das gibt dann, aber. Fuck. Wahrscheinlich hat Luke Advantage wahrscheinlich. Ist so. Advantage? Ja, mach nochmal. Ihr habt jetzt schon alle zusammengebunden oder so? Ja. Ich hab ja eben gesagt, Waffen halt und so, ja, entfernen. Achso, ja, perfekt. Also, vielleicht auf die stille Bank gesetzt. Vielleicht könnt ihr es wieder reinwürfeln. Aber, Irsa, was ist passiert? Geschlafen! Frag unser Magier, der hat da so Tautics und so. Du, Kasimir, aber, warum hab ich irgendwie die Gedanken, dass du heute gut aussiehst? Ich doch normalerweise nicht. Vincenzo, wenn ich das nächste Mal diese Disziplin anwende, kannst du mir bitte versprechen, aus ihrem Wirkungsbereich zu bleiben? Du machst Was mir genau Angst. Ist denn passiert? ich muss verstehen, alle, die ich mag, die sterben irgendwie am Ende an meiner Angst. Kann ihn jemand von mir fernhalten? Moment, oben wird von Björn da und von Urs der Käfig aufgebogen, sodass genug Platz ist, dass die Walküre in Anführungszeichen hinausschlüpft, euch einmal zunickt und dann Anstalt macht, in den Thronsaal zu rennen, auf Senric zu. Halt sie fest. Ja, hat sich gar nicht vorgestellt. Kann ich den Ringkampf nehmen? So, ich muss kannst du versuchen, ja. Nicht so schnell. Wir haben gerade... Hat's auch geschafft. Okay. Ich glaube, wir haben gerade Frieden geschlossen. Lass mich los! Ich dreh ihm den Hals ab! Nee, lass mal. Ja, von Obi. Jetzt gerade nicht. Das mache ich schon, wenn er sich nicht wieder... Ich meine natürlich... Die Doppelmoral. Nein. Ja, Senric scheint auch wieder zu Sinnen zu kommen. Was ist passiert? Ich würde darauf aufpassen, dass er besonders gut eingerollt ist. Dass er sich nicht wehren kann. Was hat das zu bedeuten? So, Opi. Jetzt reden wir mal ganz Klartext. Erzähl mal, was hast du mit den Eisenhexen zu schaffen und wie kam es dazu? Die... Lan. Ich habe mit ihnen besprochen, wir... Bleiben friedfertig, oh König, und dann können wir vielleicht ein Bündnis mit ihnen arrangieren gegen den Clan dort draußen. Richtig. Geht schon, Obi. Die Eisenhexen und der Hexerkönig, besonders der König, sind von meinem Geschlecht. Fett? Warte, was? Okay. Elaboriere bitte. Alter, du hast echt... Du hast so viele Kinder? Boah. Nein, er liegt Alter. Vor mir im Stammbaum. Ich krieg jetzt gerade schon wieder hier Odyssey of Thinglords Flashbacks mit den ganzen Stammbäumen. Nein! Okay. Er war mein Urgroßvater. Es ist eine direkte Verbindung. Er hat schon einmal versucht, die Beendur zu einen. Er war? Oder was hast du gesagt? Ja, er ist. ja. Zumindest denke ich das. Er ist so alt. Wer weiß, ob er wirklich noch lebend ist. Kann das sein, dass du einer Farce aufgesessen bist, Großvater? Nein, sie haben uns wirklich geholfen. Habt ihr nicht die Schiffe draußen gesehen, in dem Dorf, auf dem See? Das sind Eisenholzschiffe. Die verbrannt sind und gesunken. Leider wurden sie zerstört. Aber wir können sie noch benutzen. Also, die Materialien. Können wir sie nicht ausschlachten? Richtig. War sowieso dämlich. Also auf dem See, ich meine, da können sie ja nicht wegfahren. Genau, Opa, warum hast du die auf dem See bauen lassen?
Die Eisenholz-Hexen haben andere Mittel der Bewegung. Sie können Schiffe mit großer Leichtigkeit über das Land oder sogar durch ihre Portale transportieren. Und Eisenholz selber hat sehr nützliche Eigenschaften. Okay, das ist interessant. Gut zu wissen. Wie gesagt, wir haben die Toten dort, so gut es ging, begraben. Die Toten? Ja, das Stück der Toten. Also ich bin hier nicht da. Im Frost drin. Ich habe sie aus dem Wasser gefischt. Es war zwar etwas kalt, aber ich habe ihnen die letzte Ehre erwiesen. Das ehrt dich, mein Kind. Richtig. Nun. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Ihr habt meinen Magier erschlagen, eine meiner Wachen. Ja. Stellt mich hier als Geisel in meinem eigenen Schloss. Es ist nicht so gut gelaufen, sagen wir es mal so. Aber das ist ja nicht der Grund, dass wir uns gegenseitig an die Kehle gehen müssten. Der Magier dort hat anscheinend ziemlich viel Dreck am Stecken. Und das weißt du genau. Ich gucke ihn so ein bisschen strafend an. Die Hexen verlangen ein Tribut für ihre Hilfe. Aha, also doch nicht so friedfertig, wie ihr dachtet. Guckst du gerade die toten Magier an? Vielleicht seid ihr einem großen, sag ich mal, Trugschluss aufgesessen. Seid ihr denn wirklich sicher, dass sie euch nur Gutes wollen? Ich habe gesehen, wie ein fettes Insekt, was anscheinend ein Speer der Eisenhexen war, in dem Moment, als wir Lan gerettet haben, aus dem Ast, aus dem Baum gestiegen ist. So als ob sie den Eisenhexen oder ob der Speer den Eisenhexen Bescheid geben wollte, dass eventuell etwas in ihre Pläne fuschen wird. Es ist wahr, dass die Matrone ihre Augen und Ohren überall hat. Was ist falsch daran? Naja, warum sollte sie gerade ihren Speer oder warum sollte der Speer gerade losgehen und warum hat er nicht vorher schon Bescheid gegeben, dass Lan, eine eurer besten Kriegerinnen, dort zum Sterben zurückgelassen wurde? Warum wurde sie nicht gerettet? Warum ist der Speer erst losgeflogen, als wir sie gefunden haben? Sie operieren im Geheimen, vielleicht wollten sie nicht erkannt werden. Aha, das heißt also, wenn ihr oder einer eurer Männer, oder besser gesagt, das ganze Königreich hier in Gefahr gerät und dass ihren Plänen eventuell dann hinderlich ist, werden sie euch opfern? Das glaube ich nicht. Sie haben so viel in uns investiert. Für mich klingt das auch so, dass sie euch nur benutzen für ihren eigenen besseren Zweck. Unsere Götter sind mit auf unserer Seite und helfen uns aktiv, wenn wir in Not sind. Diese Hexen klingen mehr und mehr danach, als würden sie nur ihrem eigenen Zweck verfolgen und euch manipulieren für eure Taten. Eure Götter haben zugelassen, dass wir mehr und mehr an den Rand der Welt gedrängt wurden, ins unwirkliche Eis. Glaubt ihr wirklich, dass unsere Götter daran schuld sind, dass wir im ewigen Winter hängen? Also ich glaube daran nicht. Ich glaube, Obi, ich mein Großvater, ich möchte respektvoll sein, o König. Ich zicke ihm nochmal zu. Fuck. Sesti, Vielleicht sollten wir erstmal die Fronten klarstellen. Also, ich bin mir nämlich auch nicht sicher, ob die Eisenhexen das sind, was sie euch versprochen haben. Und außerdem, was euer Mage erzählt hat mit der Seuche und, sag ich mal, den Missetaten der Wölf, das kann ich aus eigener Erfahrung erzählen. Das ist auch alles Lug und Trug. Ich glaube, da wurden irgendwelche finsteren Einflüsterungen getätigt. Sie waren für ihn auf der Suche nach einer Heilung, aber das hat sich wohl jetzt erledigt. Naja, der Tod ist die einzige Heilung, habe ich gehört. Gut für den Blutgott. Ich habe jemand geheilt. Nein. Hast du gehört, Kasimir? Eingedurft direkt. Urs schaut seinen Hammer an. Schade. Überleg dir die Konsequenzen, Enkelin. Wenn ich jetzt die Eisenholz-Hexen verrate, habe ich zwei Fronten gegen mich. Nein, du musst die sie ja Plünderer nicht. Und nein, die Hexen selbst. Du musst sie nicht verraten, Großvater. Du musst nur gegen sie gewappnet sein. Es ist ein, dann sagen wir mal so, es ist ein
fadenscheiniger Zwei-Fronten-Krieg. Ihr müsst einfach nur auf ihrer Seite bleiben und dann werden sie euch nichts tun. Aber, wie gesagt, wartet mit euch eventuell auf ein Verrat ihrerseits. Ich werde mir deine Worte überlegen. Aber was ist mit dem Clan dort draußen, der an meinen Festungsmauern nagt wie eine Ratte? Naja. Knock, knock. Knock, knock. Urs hebt so von hinten die Hand wie so ein Schuljunge, ganz ungeduldig. Knock, knock. Ja, was ist denn, Urs? Ich hab ein Geistesgeblitz. Gott, ja, Urs, bitte. Was ist los? Also, pass auf. Er hat gesagt, zu zwei Fronten, ne? Verraten und so. Mhm. Wenn er sich, also wenn er Freunde macht mit den Wardrausen, dann hat er nur einen Feind. Also die Hexen, so. Jetzt hat er einen Feind, aber dann hätte er auch einen Feind, also den anderen. Aber die Wards sind hier, das ist schon mal gut, und die Hexen sind nicht hier, also das ist für ihn ja besser. Also, verstehst du mich? Ja, das ist voll die gute Idee. Ja, ja. Ich weiß, wie wir Frieden kriegen. Gut gemacht, US. Die Bandur müssen einfach nur all ihr Geld rausschmeißen über die Mauern. Ja, Björn, da fang du doch an. Jetzt seid mal ruhig da. Lasst mal einen mit mehr Intelligenz was sagen. Ich meine, wenn das ganze Plündergut schon draußen ist, dann brauchen sie nicht mehr reinkommen. Also Björn, ich habe mich wenigstens gemeldet. Ja, wie gesagt. Das genau ist der Hergrund eurer Fehde mit dem Clan War. Ich weiß es doch, das wissen wir doch. Clan War ist ein Vasall der Göttin Hel. Die wiederum die Tochter von... Na? Habt ihr aufgepasst? Genau, von wem? Von dem einen, wir sind. Von was? Was hat das mit der... Wer denn wohl? Mir geil, du... Der Kopf! Ja, und was hat das mit dem jetzt... ich jetzt zu tun mit der Stadt hier? Weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. Sie denkt natürlich, dass der gute Großvater hier mit seinem ganzen Reich den Eisenhexen verschrieben ist. Ist er ja auch. Ah. Haben wir gerade geklärt. Richtig. Aber da, naja, ich sag mal, da die Missetaten der Eisenhexen ja jetzt fast aufgedeckt sind, können wir dem Clan Warrior erzählen, dass der gute Großvater hier, jedenfalls müssen wir ihnen einfach nur erzählen, dass er den Eisenhexen abgesagt hat. Muss ja nicht stimmen. Ich halte das tatsächlich für eine relativ sinnvolle Entscheidung, Herr König. Ihr solltet den Clan, mit dem Clan War können wir Frieden schließen, indem ihr euch den Hexen quasi absagt. Genau. Zumindest dem Clan War gegenüber. Und wenn der Tag kommt und die Hexen euch wenn sie euch verraten, dann könnt ihr es wirklich in Tat umsetzen. Ansonsten seid ihr immer noch treu geblieben und keiner kann euch was. Und verhaltet euch einfach in zukünftigen Kriegen neutral. Das bedingt auch eure Gefangene da oben. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, was es mit der auf sich hat. Sieht ziemlich böse aus. Was hast du mit der gemacht, Großvater? Oh, eine Walküre. Ich habe sie in meine Dienste gestellt. Sie hat meine Truppen ausgebildet. Ich guck sie mal an. Das ist gar keine Walküre. Das ist ein ziemlich groß gepanzertes Weib. Aber der Magier, dem ich sie abgekauft habe, hat darauf bestanden, dass es eine ist. Er hat mir die Narben an ihrem Rücken gezeigt. Da, wo die Flügel einst waren, hat sie ihr abgenommen. Vielleicht fragen wir sie erstmal, bist du eine Walküre? Die Augen von Nocknock leuchten wie so kleine Sternchen. Bist du wirklich eine Walküre? Wie heißt Nein, du denn? Bin ich nicht! Urs. Hallo. Na dann, lass dich ja los. Gut. Unser Vertrag ist längst abgelaufen, Senric. Und du hast mich hier eingesperrt. Weil du Gefahr dargestellt hast, mich und meine engsten Berater zu bedrosseln. Wenn sie Gefahr bringt, können wir sie einfach mitnehmen, dann ist die Gefahr gebannt. Und warum genau sollte sie eine Gefahr dazu darstellen, dass er euch erdrosselt, wenn sie doch vorher für euch eingestellt war? Ja, weil er nämlich nicht zugeben will, dass er seinen Vertrag gegen mir gegenüber gebrochen hat. Ich habe 3 Jahre lang seine Truppen ausgebildet. Dann wollte ich weiterziehen und er hat mich eingesperrt. Hat er dich wenigstens bezahlt?
Kann es sein, dass euch die Hexen, was das betrifft, auch manipuliert haben und die Hexen euch aufgetragen haben, sie hier zu halten? Ja, das ist wahr. Aha, also haben die Hexen dafür gesorgt, dass ihr euer ehrenwertes Wort brechen müsst. Hast du das freiwillig getan oder hast du das gegen deinen Willen getan? Keine Antwort. Ich glaube, das ist ja schön. So am Jeppen. Nehmt es mir nicht übel, aber ich meine, in unseren Landen ist der Umgang etwas schroffer, aber ihr seid ein König hier, von dem man doch eigentlich erwartet, dass er sein Volk gut behandelt und auch deren Dienste Gestellte, oder nicht? Es war eine einmalige Gelegenheit, eine Walküre in meinem Hause zu haben. Sogar die eigenen Truppen ausbildet. Es tut mir leid, wenn ich eure Zeit überbeansprucht habe, wertes Kult. Ich werde dir nie verzeihen. Wie eine Sklavin hast du mich gehalten. Es ging um Verträge, oder? Zack, hier ist ein neuer. Ja. Geh mir aus dem Weg, Wicht. Ach komm. Wow. Lass Großvater in Ruhe und wir nehmen dich mit und du kannst gehen. Okay. Was? Huh? Ihr könnt sie haben, ich meine, was habe ich jetzt hinten zu sagen? Ich lass mich nicht schon wieder an jemanden verkaufen. Du verkaufst dich nicht an uns. Wir nehmen dich mit, dann kannst du ganz gehen. Kostenlos. Ich flüster jetzt zu, so, kleiner Tipp. Wir plündern Benurländer. Skull, versteh das nicht falsch von Knock Knock. Knock Knock bietet quasi Geleitschutz an, bis du in freien Füßen bist. So. Genau. Möchte Knock Knock das sagen. Richtig. Wir nehmen dich einfach nur mit und dann kannst du machen, was du möchtest. Hinter feindlichen Linien natürlich dann. Ihr habt auch mein Wort, Walküre. Und das von Mutter Gunbark. Dass euch nichts geschehen wird. Der Name ist mir bekannt. Und auch den euren habe ich schon mal vernommen. Dann gestattet ihr uns, euch hier rauszugeleiten? Mir wird die Luft nämlich hier auch etwas eng. Zwischen all dem Verrat. Sie scheint ein wenig zu relaxen und sich zu entspannen. Wenn dich mich dieser Bär hier loslässt, kann ich mir das überdenken. Ach, ja, okay, ich lass dich los. Charge! Nein, macht sie nicht. Sehr gut. So, ich denke, wir haben eine Abmachung, dass ihr, naja, ich meine, dass ihr wenigstens Acht gebt und eventuell, wenn die Eisenhexen wieder versuchen, euch böse oder dunkle Einflüsterungen zu geben, dass ihr vorher darüber nachdenkt, bevor er handelt. Kann man diese Abmachung denn magisch unterstreichen praktisch, weil er hat schon mal eine gebrochen anscheinend. Ich glaube nicht, dass er seine Enkelin hintergehen würde. Nicht wahr, Großvater? Ich kann es schriftlich festhalten, damit auch Clan War sieht, dass ich im besten Willen handle. Vielleicht keine schlechte Idee, ja, mit eurem Siegel. Das ist sehr gut. Damit wir ein Beweisstück haben, wenn wir mit ihnen verhandeln. Als eine der Parteien, die dort, sag ich mal, drüber wacht, könntest du natürlich dann die Nehandiers aufführen. So dass wir schon mal so einen kleinen Pakt hätten, den wir dann später, sag mal, besiegeln können. Wenn wir das ganze Reich einen wollen, natürlich. Ich zwinker ihm zu. Weise gesprochen, meine Enkelin. Er könnte auch einfach mit Ethil reden, weil die ist voll schlau, die versteht bestimmt mehr als wir hier. Ja, ja. Machen wir. Wir reden mit ihr. Später. Lasst es mich aufsetzen. Warte, ich muss dich noch freimachen, Opi, da möchtest du dahin robben. Stolz robbt er jetzt zur Bank. Da wiggelt er einfach hin. Warte, ich schreib gleich. So, in der Zwischenzeit. Meanwhile, ja. Mhm. Ja, also ich würde für die gesamte Konversation wahrscheinlich einfach Message benutzen. Also anstatt ich das jetzt jedes Mal mit Ansage. Ja. Ja, also ich würde die Konversation jetzt normal weiterführen. Hat er dir deine Stimme permanent genommen?
Oder ist das nur einer seiner Zauber gewesen? Ein seltsamer Zauber. Ich denke, mit der Zeit wird wieder Besserung eintreten. In Ordnung, ich verstehe. Magst du uns begleiten? Ich bin mir sicher, dass zumindest zwei Vertreter des Ordens mehr Überlebenschancen haben. Ich kenne die Leute, mit denen ich reise. Ihnen ist größtenteils zu vertrauen. Größtenteils. Sehr gerne. Mich hält nichts in diesem Königreich. Sag, weißt du, wo sie unsere Brüder und Schwestern nun ja entweder noch halten oder zumindest hingerichtet haben? Sie haben sie unten bei dem Eisenholzbaum geopfert. Tatsache. Sie sind tot. Nun, habe ich es mir doch gedacht. Aber ist dir bei Alexus sonst noch etwas aufgefallen? Naja, er schien nicht mehr derselbe zu sein, seit er seinen Plan offenbart hat. Aber wie lange das schon der Fall war, kann ich nicht sagen. Ich kannte ihn nicht gut genug. Nun, ich auch nicht, aber aufgrund seines Kampfes lässt sich zu urteilen, dass er sich von den orthodoxen Wegen unserer Magie abgewendet hat und in die Esoterik verfallen ist. Aber wir können uns später noch unterhalten. Ich kann schauen, dass ich versuche, den Zauber, die Aufhebung des Zaubers zu beschleunigen. Aber kannst du aufstehen? Wenn ihr mich losmacht. Ja. Ja, die hat halt so Fußfessel und so eine Handfessel. Also. Kannst du leicht aufschneiden. Also. Danke. Ich fürchte, ich bin durch meinen Zustand nicht mehr zu allzu viel zu gebrauchen. Die Seuche ist bei mir schon weit fortgeschritten. Aber wenn ich euch irgendwie helfen kann, dann sagt es. Nun, dein Nutzen fürs große Ganze wird sich noch zeigen, wenn du verstehst. Okay. Ja. Dann kommt Cendric mit seinem Siegelbrief zurück, dem er festgehalten hat, dass er sich zugunsten eines Friedensbündnisses von den Eisenhexen lossagt und jede Verbindung zu ihnen kappt, auch ihre Magie nicht mehr anwenden wird. Und auch, dass sein Hofmager, der im äußersten Kontakt zu den Eisenholzhexen stand, nun tot ist. Ja, würde sagen, machen wir eine kurze Pause. 5 Minuten. Ja, den kann man noch ausrauben. Könnt ihr den anklicken? Leider nicht. Ich versuche schon eine Zeit. Nee. Aha. Dann warte mal. Gibt's noch eine kleine Kiste? Ich hoffe, er hat mehr Tagträger als die zwei gehabt, die er am Anfang getrunken hat. Schon möglich. Ja. So. Zack. Hier in der Kiste. Und bis gleich. Oh ja. Hallo. Ich auch nicht auf. Ich auch nicht auf. Nee. Ist zugeschlossen. Danke. Skulk, hast du sie auf? So, wieder da. Sorry. Hallo, jetzt gerade. Jetzt komme ich wieder und es Breaktime, Alter. Nehmen wir echt noch auf, Jan. Okay, ja dann. Wird gemutet jetzt, wa? Ich kann dich schon auf Klo gegangen. Wahrscheinlich so. Du bist gerade AFK. Achso, ja, sorry. Ich hab mich vergessen, in Discord wieder zu entmuten. Ich hab gerade die ganze Zeit geredet, es war auf der Aufnahme drauf, aber nicht. Nun, sagen wir mal so, ja, ich war gerade auf Toilette kurz. Und ich sehe gerade, dass jetzt hier Breaktime gestartet wurde, als ich wieder kam. Gut, dann, wie gesagt, mach ich kurz mal einen Mute für also das Audio.
Weiter geht's. Weiter geht's, sie ist wieder an. Weiter geht's. Herr Schätzchen steht da vor euch. Ja, nee, ist halt zu, ne? Ich kann nicht aufmachen. Ja. Mach auf. Mensch, jetzt bringt doch beide den Schlüssel ran, was ist los? Please. Ich hab da eine Lösung, warum es so ist, aber. Huch. Ich versuch die Kiste aufzumachen. Ich auf die Kiste! Na, ein, ich schlag ihn. Wieso dürft ihr das? Ich darf das nicht machen. Immer aufmachen. Ja. Geh auf! Geh auf! Geh auf! Kann das sein, dass irgendwas mit den. Aber dann bin ich nicht nah genug, dass das nicht geht, deswegen. Also, so gierig. Ey, weg von der Kiste! Ne, da hab ich trotzdem nicht. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Oh, oh, da kam ein Wurf von mir endlich. Alter, wie viele Würfe habt ihr gemacht? Also Björn hat Irsa angegriffen. Richtig. Oha, Initiative. Die wollte zur Kiste gehen. Alles klar, da sind zwei. Der hat noch zwei Heiltränke. Greater und eine Potion of Heroism. Na, was hat die tote die Wache? Nicht. Wer will die haben? Ja, gleich so viel Heilen und Heroismus. Ich würde einen Heiltrank nehmen. Ich nehme Heroismus krank. Ich würde Urs, also ich würde den Heiltrank brennen, sonst kann er nimmt rausnehmen und Urs in die Hand drücken. Ja, ach so, wie? Vincenzo? Ach, dass ich andere heilen kann. Ja, ja. Du kannst keine Heiltränke, du hast immer nur selber. Wer wollt den anderen Heiltrank? Und ich würde Urs halt rausnehmen und Urs geben. Noch mehr Heilung brauchen wir für Vincenzo nicht. Der heilt sich ja immer nur selber. Und den Heroism? Ich würde den nehmen. Weil ich bin ja so heroisch. Ja, ja. Der Moment. Ich habe zuerst die holde Maite gerettet. Der Moment, die Mädchen werden jetzt den Festung hier verteidigt. Dann stehst du so auf der Mauer, bist erschossen von so einem Pfeil, wenn du den Tank drehst und klatscht da so runter. Und dann stehst du wieder auf. So, absolut Bruder Alexis weggelootet. Oh ja. Ich nehme an, der hat nur Priesterzauber bei sich, ne? Guck doch mal in sein Zauberbuch. Ich meine, du kannst ja deinen Glauben ändern. Wenn du an die Eisenhexen glaubst, kannst du das bestimmt auch machen. Ja, okay, sorry. Ich wechsle mal eben kurz meine Klasse. Ja, kein. Light, Thaumaturgy, weiß ich nicht, ob du das Zauber können. Command. Hold Person und Haste. An dem Haste wäre ich tatsächlich interessiert. Ja, ich würde mir wieder so grobe Skizzen dazu machen, dass ich das dann später übertragen kann. Ja. Kannst du machen. Top. So, Großvater, ich schätze mal, dass ihr Land trotzdem mitnehmen, weil sie ist ja der Schlüssel in dem Sinne. Sie ist dein Pfand und ich meine, nicht nur das, sie kann auch aktiv die Welt da draußen, ich sag mal, sie ist dann dein Auge, sie kann die Welt da draußen wahrnehmen und dir dann berichten, dass die Eisenhexen vielleicht wirklich etwas im Schilde führen. Los. Du hast sie gehört, Lan. Du beschützt ab jetzt Knock Knock als meine Enkelin. Ja, ja. Ah, ja. Danke. Jo, ja, ich glaube, die Wachen können wir auch wieder freimachen, was? Ich glaube, das ist dann unnötig, jetzt die Wachen hier so lange in der Ecke vergammeln zu lassen. Wir können die aus dem Fenster werfen. So, guck mal hier. Ihr habt meinen Großvater gehört. Ihr seid jetzt, ein weniger, aber ihr seid schon stark genug. Okay, all das Training. Sie haben euch weggefrühstückt. Verzeiht, Herr. Eure Wachen sind etwas unaufmerksam. Sie lassen sich leicht ablenken. Tja, davon kann ich mich auch nicht freisprechen. Und man muss dazu sagen, eure Wachen haben einen kleinen Nachteil gegen uns. Ich meine, wir wurden, auch wenn ihr vielleicht noch was gegen sie hegt, aber wir wurden auserkoren. Wir sind berufen worden. Ja, ich hab euch, glaube ich, noch nicht gesagt, wir sind eigentlich im Auftrag der Wölfe hier. Hm.
Hier in meinem Bereich? Oder was? Naja, was eigentlich, habt ihr eigentlich sollten vor? Wir gar nicht hier hingehen. Wir haben die. Naja, wir waren erst im dem Turm von. Boah, Entschuldigung. Eieiei, was ist? Wir waren erst. Was ist übergeben, so ganz schnell bald. Was ist denn los gerade? Wir waren erst im Turm von Nirgal. Dort wurden wir hingesandt, um dort nach dem Rechten zu sehen. Dann haben wir erfahren, dass der Regenbogenspeer anscheinend so eine Art Schluck auf hatte und Portale in andere Welten geöffnet hat. Und dann sind wir nach Norden, haben dann gesehen, dass anscheinend eine Insel von einem Vulkanausbruch zerstört wurde, haben dort nach dem Rechten gesehen, haben dort böse Machenschaften aufgedeckt. Dann sind wir nach Norden gekommen und naja, dann sind wir irgendwann hier gekommen. Ah ja, ich habe übrigens die ausgesandt wurden, um meine Familie zu schlachten, habe ich übrigens, naja. Ich zeig den hier. Ich zeig den schön abgekochten drachengeborenen Schädel. Das ist einer davon. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Genau, und die haben uns hierhin verwiesen und gesagt, dass ihr daran schuld seid. Deswegen wollte ich euch eigentlich den Kopf abschneiden. Aber ich wusste ja nicht, dass ihr mein Großvater seid. Deswegen hat sich das alles so ergeben. Okay. Das Schicksal spielt wahrlich ein wildes Spiel mit uns. Richtig. Umso besser, dass es friedlich nun alles gelöst wurde. Genau. Das ist eigentlich ein Wunder. Eigentlich bin ich viel hitzköpfiger, aber komischerweise war ich sehr, sehr kaltblütig hier. Deswegen, gut, dass es so ausgegangen ist, Großvater. Ich hoffe, wir haben noch Großes vor in der, nun, in der nächsten Endzeit oder so. Aber es geht doch nicht zu Ende. Willst du in die westlichen Lande reisen? Das hatte ich vor, ja. Ich werde Vater auf jeden Fall zur Rede stellen. Wenn er wirklich was damit zu tun hat, dann, nun, werde ich ihn wahrscheinlich stellen müssen. Ich verstehe. Lass mich dir das Grab deiner Mutter auf deiner Karte markieren. Dann kannst du ihr die letzte Ehre erweisen. Natürlich, danke, Vater. Entschuldigung, Großvater. Ich mach da mal so einen Pin drauf. Ja, er markiert dir nahe der Stadt Oakdon. Oakdon? Oakdon. Das Grab. Werter König. Ja. Es wird euch sicherlich nicht viel ausmachen, wenn ich die Gefangene eures Magiers, eures, naja, mächtigeren Magiers, ebenfalls mit in die Freiheit entlasse. Mit Verlaub, seine Rede von ihrer Verbindung zu den Wölfen ist etwas mit an den Haaren herbeigezogen. Ich habe gesehen, wie er ihr die Haare gefärbt hat. Ich stimme euch zu. Und eigentlich will ich auch keiner an einer solche erkrankten Frau hier in meinen Gemächern halten, wo meine eigene Frau und meine Tochter doch so nah sind. Nehmt sie mit. Ah, Verwandte. Wo sind sie? Weit weg von. Oh no. Ich wollte sie eigentlich nicht mit hineinziehen, aber ich kann nach ihnen schicken lassen. Die Token nein, wurden nicht generiert. Also, ich bin try me. Try me, bro. Ich bin. Oh no. Oh nein. Ist das ja Toilette oder ist das die Frau? Oh Gott, das ist die Toilette. Oh. Nein, die Kurve. Also, sie gespawnt. Es ging im Turm noch eine Ebene höher. Achso. Königin Signy und ihre Tochter Bardis erscheinen. Aha. Ich wollte gerade die Vollart zeigen. Aber don't do it. Das ist nur die D&D-Standard. Ah, ist die Noble. Nice. Dann halt ihr nur den Token. Ich verbeug mich dann etwas. Ich bin Ist das ein Mond auf eurer Wange? Anscheinend. Ich bin noch Sonne, Mond und Sterne. Die sind zwar nicht blutsverwandt, aber immerhin sind sie vom gleichen, von der gleichen Familie. Vom selben Stern. Vom selben Stern, ja. Signy, das ist unsere eine verlorene Enkelin.
Aus den westlichen Landen? Ja. Wir dachten, sie wäre getötet worden von Plünderern, aber dem scheint nicht so. Das, was Dunnick mir erzählt hat, scheint nicht ganz aufzugehen. Irgendetwas liegt hier noch im Argen. Und ich habe mit diesen Abgesandten hier einen Pakt geschlossen, um die Belagerung hoffentlich zu beenden. Ich werde mich den Eisenholzhexen offiziell entsagen. Und dann werden Clan War hoffentlich zur Vernunft kommen. Das werden Sie, keine Sorge. Ich verstehe. Und erfreut, eure Bekanntschaft zu machen, entfernte Verwandte. Natürlich, die Freude ist ganz meinerseits. Königin Signi und Badis. Es wird Badis ausgesprochen. Oh. Gut, dann. Möchtest du Erfahrungen austauschen? Eher nicht. Oh. Wie viele Leute hast du schon den Kopf abgeschnitten? Warum kleidet ihr euch eigentlich so wild? Oh, das liegt daran, weil man darin besser kämpfen kann. Ihr kämpft? Ich sagte ja. Du sag mal, wie viele Leute hast du schon den Kopf abgeschnitten? Ich werde ein bisschen unschuldig bleich. Noch keinem. Der König, guck der mal, König, und ich zeig ihr den drachengeborenen Schädel. Hier, das ist mein... Och, da musst du doch gar nicht... Da musst du nicht zurückweichen. Guck hier, da. Ich werde mich vielleicht rausgeworfen. Betis ist noch wie nicht viel in der Welt herumgekommen. Knock, knock, vielleicht nehmen wir es etwas leichter mit ihr. Knock, knock. Ja? Ich will euer Familientreffen ungern stören, aber... Denkt dran, da ist ein Clan War, der kriegsbereit und angriffsbereit vor der Tür sitzt. Ja, wir haben aber gesagt, dass wir... Nun, wir sollten ein Zeichen geben. Haben wir nicht gemacht, also werden sie auch nicht angreifen. Hatten sie uns nicht eine Zeitgrenze gesetzt? Nein, die Zeitgrenze war, dass wir irgendwie ein großes Feuer hier machen. Haben wir natürlich nicht getan. Irgendwie vor Osterfeuer auf dem Hauptplatz. Oh Gott. Oh no. Nun gut, wenn ihr das sagt. Ich mache mir nur Sorgen dann nicht, dass sie doch auf die Idee kommen, einen Angriff zu starten und wir nicht mehr in der Lage sind. Achso, nun, dann wollen wir mal schnell wieder, sag ich mal, den Tag retten, was? Oh, übrigens, Badis, falls du eine Ausbildung im Dolchkampf möchtest und wie man Leuten die Ohren und die Hände durchschneidet, können wir das gerne machen. So ganz von Familie zu Familie. Das ist mir etwas zu viel. Sie ist etwas zart beseitigt. Oh, nun ja. Ist auch aber der Schriftzeichnung wirklich hervorragend. Sonst versucht es doch mit dem Bogen. Der Bogen kann auch etwas Ähnliches sein. Richtig. Hier, unsere gute Irsa hier ist eine Meisterin im Bogenschuss. Auch ich bin, sag ich mal, keine Anfängerin. Ich habe schon so manchen an die Bretter genagelt. Wollen wir jetzt hier noch weiter Backfische betütteln oder wollen wir wieder raus zu dem Clan und sagen, was Sache ist? Genau, wir gehen. Danke sehr, Großvater, wir sehen uns wieder. Ich hoffe, ihr kommt mit guten Neuigkeiten dann wieder. In der Tat. Bis später. Ja. Oh, der Teleporter funktioniert sehr schön. Wenn Knock Knock mit dem König verwandelt, heißt das, ist auch eine Bandur? Ich bin so ein, bin quasi gemischtes Hack. Gemisches Hackfleisch bist du. Ich bin quasi beides. Du wirst Hackfleisch. Oh, schade. Hoppla, vergiss was lang. Ist das hier richtig? Oh ja, hier bin ich richtig. Servus. Was hast du gefunden? Ich hab die Küche gefunden. Nee, hier unten. Hier, aber da ist ja kein Port. Jetzt mal hier rein. Alter, übelste Launch. Ach, hier war kein Port, ne? Stimmt. Jetzt guckt euch ja die Karte an, je. Ich will da auch. Warte. Wer schläft denn da mein Bett? Ja, hast nicht so viel verpasst. Ja, aber. So. Hey! Bevor wir uns aber auf den Weg zum Clan War machen, müssen wir noch mein Familienmitglied abholen. Was wolltest du abholen? Aber müssen einen Wolf abholen, ey. Mein Wolf. Ach ja, stimmt, den haben wir ja hinter der Liegen eingelost, ne? Der war's da, ja.
Das hat doch gut funktioniert, oder? Ja, verhältnismäßig. Übrigens, danke, Kasimir. Ihr habt einen Bärendienst erwiesen. Viel mehr als diese anderen beiden Bären. Kein Problem. Ja, stimmt. Die Magie war außerordentlich hilfreich. Sie hat ein großes Blutbad verhindert, würde ich behaupten. Falls ihr irgendwann mal Hilfe braucht, ihr könnt natürlich auf mich zählen, Kasimir. Mein Ehrenwort. Das ist freundlich, aber meine persönliche Fehde ist jetzt erst einmal beendet. Naja, sie ist anscheinend am Anfang. Ihr habt zwar den ersten Ursacher gerichtet, aber die Hintermänner noch nicht. Nun, sie interessieren mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Oh, schade. Gut, dann egal. Habt nur im Hinterkopf, dass ich euch was schuldig bin. Ich verstehe. Übrigens... das hier ist Schwester meines Ordens, Getiloy. Sie wird uns begleiten. Okay. Sie ist zwar durch einen Zauber seitens Alexus wurde ihr die Stimme genommen. Sie soll wohl bald zurückkehren. Falls ihr in der Zwischenzeit Fragen an sie habt, werde ich versuchen, mittels meiner Magie zu verständigen. Ich habe noch nie weiße Haare gesehen. Sie sind auch gefärbt. In Alexus, nun ja, törichtem Versuch. Ich kann noch was versuchen. Wenn ihre Zunge gespalten wurde, kann ich sie versuchen zu heilen. Ja, die Syntakt scheint irgendein magischer Fluch zu sein. Schade. Naja. Hätte klappen können. Besser mal mit Gold. Ich hab nicht hingehört gerade. Hm? Was, Gold? Skuld. Achso. Gold. Gold auch. Skull. Skull. Soll, Skuld, Skuld. Das ist Skuld. Die dreht sich zu dir um und sagt dann, ihr habt mir sicheres Geleit hier raus versprochen. Richtig, bin gleich da. Stimmt. Okay, entspann dich halt. Sollen wir das Haupttor nehmen oder sollen wir wieder aus dem, ich sag jetzt mal, ich flüster ein bisschen zu Land, Geheimgang gehen? Ich schätze der Geheimgang besser. Aber der ist dann bekannt für alle hier. Also die müssten auf jeden Fall dann versprechen, dass sie es nicht weitersagen. Besonders Guld. Auch wahr. Wir können aus dem Tor rausmarschieren. Da komme ich ja Wolf davor auf uns, oder? Ja, das brauchen wir nicht. Der läuft bestimmt in 2 Wochen neuer zu. Wir verbinden ihn die Augen. Das wollte ich auch verstanden. Okay, Skuld, tut mir leid, aber wir müssen dir leider die Augen verbinden. Ich meine, du hast sehr viele Ressentiments mit dem König und der Stadt hier. Hat da jemand neues Charakterart gefunden? Ja, der Top-Down hat mir nicht gefallen. Schön. Ja, ist schön. Jetzt gibt's Hündchen mit Halstuch. Ja, passt. Ist in Ordnung. Dot Me 2.0. Sieht sehr schön aus. Richtiger Good Boy, ey. Der Good ist. Klar. Hallo? Red Rocket der Zweite. Also Skull willigt dann ein. Solange er mich hier rausbringt, soll mir das egal sein. Ich mach dann so ein paar Faxen, ob sie mich da trotzdem sieht. Scheint sichtig zu sein. Das Gesicht geht tatsächlich mit deiner Faust. Aha! Du kannst also... Bist du, Geschärfte Sinne, verzeiht, ich sehe aber nichts. Ich habe den Luftzug bemerkt, den eure Faust hinterlassen hat. Okay, dann, Entschuldigung, dass ich das machen muss. Aber ich versuche mit, zum Klatschen, ne? Nee, ich versuche es mit... Ach, scheiße, ich hab's gar nicht. Ja, schade. Ja... Ja, das ist schlecht, ne? Ich hätte sonst magischer was gemacht, ob sie sehen kann, aber ist egal. Ich vertraue euch einfach. Ich kann ihr von hinten die Hände vor das Gesicht halten. Das bringt doch nichts. Dann sieht sie noch weniger. Ist doch jetzt schon nichts. wie dem auch sei. Ach so, ja. Können wir das vielleicht auf dem Weg besprechen? Natürlich. Aber. Ich würde dann Skull nochmal fragen, ob sie wirklich eine Valkyrie ist. Bist du wirklich eine Valkyrie? Bin ich nicht. Jetzt hört auf zu fragen. Aber warum bist du denn so stark? Ihr wisst gar nicht, dass ich stark bin. Opi hat gesagt, nicht kämpfen sehen. Opi hat gesagt, ihr seid die Stärkste gewesen und habt gut ihr seine Männer ausgebildet. Ich meine, die Wachen waren jetzt auch nicht wirklich stark.
Test. Hört man mich? Ja. Ah, super, endlich wieder. Sehr gut. Na, dann können wir jetzt gehen. Ist Skald noch bei uns? Die ist unter dir. Ja, ja, sind alle noch da. Okay, die gut. Die ist hitbar auf jeden Fall. Für dich. Okay, naja, Urs will dir noch was sagen, bevor sie geht. Ich weiß nicht, das wäre. Ich meine, Urs ist ja immer so ein bisschen anschmiegsam an starke Frauen. Das ist Urs-Typ. Ja, was will er sagen? Ja, also ich bin ja Urs, ich wollte, weiß nicht, du Valkyrie bist oder nicht, aber wenn du jetzt alleine weggehst, weil ich sehe, du bist wütend und bist alleine, also hier, und er holt seinen Kriegshammer raus, also nicht den großen, sondern den kleineren. Das ist meine Zweitwaffe, also der habe ich schon viele Schädel eingeschlagen und hab sie sehr gerne, aber das sollst jetzt du haben, weil du sollst nicht mit ohne Waffe unterwegs sein. Also, bitte. Oh, danke. Und keine Sorge, ich werde euch schon noch zu eurem Schiff begleiten, sonst würde ich ja hier in den Dendolanden festsitzen. Wenn ihr mir die Passage gestattet. Ja, klar. Ja. Selbstverständlich. Teil des Schiffs, Teil. Ich meine, vielleicht gefällt dir der ja auch. Wir haben ein sehr eindrucksvolles Schiff, bald sogar eins aus Eisenholz. Aha. Ja, mehr Worte kriegt man anscheinend aus Skuld gerade nicht raus. Aha. Angenehm. Ich weiß auch nicht, das Modul, ey, wie viele weibliche Companions hier zur Verfügung gestellt werden. Für jeden etwas, ne? Jeden etwas, Ja, oh Mann, ey. Für Nocturne oben die Bades. Bades. So, Bades. Ihr gelangt dann wieder durch die Bades. Geheimtür. Manche mit verbundenen Augen zurück zum Eissee, wo der gute Sölf im Schneegrat fast eingeschlafen ist. Aber als er dich dann sieht, schüttelt er den Schnee von seinem Pelz ab und kommt auf dich zugerannt. Während Kitty, Loy und Skuld ein wenig zurückweichen. Keine Sorge, der gehört zu uns. Dem... So, wird euch nichts tun, keine Sorgen. Gut für ihn. Oh. Er gehört zu mir. Oh, keine Sorge. Und ich würde ihn aus meinen Funktionen noch was nehmen. Als. Ja, so als brav, so nach dem Motto, das soll hier so. Brav gewartet hat. Er bellt dann einmal dankend. Ich würde einen Fakt über diese Wölfe mit euch teilen. Sie sehen zwar nicht nach viel aus, aber sie schmecken verdammt gut. Oh ja. Gut gebraten. Am liebsten würde ich hier jetzt so einen Hinterkopf Denkklopfer geben. Naja, ich hoffe mal, dass die wilden Exemplare uns nicht ebenfalls so köstlich finden wie du sie. Bis jetzt haben wir noch keine wilden Exemplare gefunden, oder? Ich hoffe doch. Dann können wir sie nämlich jagen und essen. Die waren alle von den Warclan. Naja, wenn sie wieder zurückkehren, scheinbar. Oder wieder auftauchen. Keine Ahnung. Naja, wir sollten uns beeilen. Müssen wir eigentlich nochmal würfeln hier mit Klettern und so? Nee, musstet ihr ja schon hin nicht. Das war ganz gut machbar. Ah, wirklich ein seltsamer Tag, sagt Rolf. Erst treffe ich eine Göttin und jetzt... Kommt es tatsächlich vielleicht dazu, dass wir weder Beendur noch Clan War niederschlagen? Das hätte ich nicht gedacht. Sehr ungewöhnlich für unsere normale Art, würde ich behaupten. Ja, ich meine, weil wir es auch jedes Mal darauf anlegen. Allerdings. Wir haben einen schmierigen Magier kaputt gemacht, das ist doch was. Allerdings für die jetzige Zeit mit dem ewigen Winter ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn mehr Leute zusammenhalten. Richtig. Außerdem habe ich diesmal den Charakter, der Minusintelligenz hat. Diesmal darf ich auch mal denken, bevor ich handle. Mein Charakter denkt nicht. Ja, das ist mein Problem immer gewesen. Denken, was ist das? Wir bringen frohe Kunde. Oh, Anführerin Westen. Ja, die gelangt durch die Verteidigungslinien und steuert direkt auf Ethils zu. Oh, ich hoffe, der König ist tot.
Der König hat den Eisenhexen entsagt und will einen Friedensvertrag mit euch unterzeichnen. Hier ist seine Unterschrift. Ein Friedensvertrag? Mit dem Bentor? Naja. Ihr seid doch Plünderer. Naja, also eigentlich ist es mein Großvater. Ich wusste es nur noch nicht. Du siehst das doch, wir haben zwei Frauen geplündert. Wir haben die beiden befreit, die anscheinend war. Und nun ja. Ruhe da unten, Bendo-Typ. Ja. Hier ist das Schriftstück. Frisch von meinem Großvater unterzeichnet. Das lass mich das Bendo durchlesen. Naja, sein Wort. Wie viel ist es wert? Er kann viel behaupten. Nun ja, es ist doch sehr viel wert. Er hat seiner Enkelin geschworen. Mir. Ich verbürge mich für diesen alten Tor. Auf dieser Basis sollen wir Hills Befehl missachten, die Truppen zurückziehen und wieder unserer Wege gehen? Nein, ich würde sagen, wir werden Hill nochmal stören und ihr das persönlich überbringen. Wir wollen nicht, dass ihr eure Befehle missachten müsst. Das erklärst du ihr. Das klingt gut. Dann soll sie darüber richten, was zu tun ist. Richtig. Nun, ihr wart doch bei unserer letzten Verhandlung dabei. Und wenn das stimmt, dass gewisse Personen und Kreaturen, wie auch immer, wieder Einfluss auf diese Welt hegen, ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir momentan eher Verbündete als Feinde sucht. Eigentlich nicht auch in diesem ewigen Winter. Aber die Bendur mit... Kein Plünderer möchte mit ihnen an einer Seite kämpfen. Das ist schon so viele Jahre lang so. Nun, wir haben auch mit dem Gespräch mit dem König. Man muss nicht unbedingt Seite an Seite kämpfen. Das vielleicht reicht auch erstmal eine neutrale Stellung zueinander. Kennt ihr nicht das weise Sprichwort? Hass geht nur bis zum Ende der Welt. Ich glaube, da sind wir angekommen. Stimmt. Dann lasst uns die Herrin befragen. Alles gut. Ja, ihr macht dann nochmal die kleine Wanderung rüber zum Höllentor. Und Ethils macht nochmal das komplizierte Ritual. Warte mal, hier war doch irgendwo. Zip. Und abermals wabert das Portal in einem rötlichen Glanze. Aber es erscheint nicht Hel, sondern dieser seltsame, schmierige Typ. Oh no. Der Zuhälter. Ethils Westham. Schon wieder. Zweimal an einem Tag wollt ihr die Herrin der Toten stören. Das ist höchst sonderbar. Und wieder in Begleitung dieser Abenteurer. Tut mir leid, das ist meine Schuld. Der wirkt auch schmierig. Herr Regulus, bitte hört diese Freunde von uns an. Ihr habt 5 Minuten. Herr Regulus, wir haben einen Waffenstillstand ausgehandelt. Einen Waffenstillstand? Ja. Es sollte Krieg geben, da war sie sehr eindrücklich. Feldspitz hat quasi den Eisenhexen abgesagt und ist nun auf unserer Seite. Den Eisenhexen abgesagt? Ich glaube nicht, dass das so einfach geht. Ja, doch, das ging ziemlich einfach. Großvater hat es mir geschworen. Wusstet ihr, dass euer Großvater sogar. Wusstet ihr, dass er einen Pakt mit der Anführer, der Matrone der Eisenhexen hat? Nun, er wird ihn wohl brechen. Das hat er uns mitgeteilt, ja. Er hat geschworen. Genauso ich fürchte, das hätte schreckliche Auswirkungen für ihn. Ist er sich dessen bewusst? Naja, ich würde sagen, für sein Volk wird er diesen, Nun, wir haben ihm die Option gelassen, dass er den Schein vorerst gegenüber den Eisenhexen wagt, aber er keine Anstalten gegen irgendwelche Feindlichkeiten gegen uns oder den Anwohner macht. Wir haben gesagt, er kann den Schein wahren, aber er wird ihn offiziell bzw. inoffiziell entsagen und keinerlei Krieg führen und auch nicht auf ihre Sammlungsaufrufe reagieren. Seine Truppen werden nicht gegen eure antreten. Ihr habt sein Wort und meins auch. Macht mal einen Perception-Wurf, wo ihr das sagt. Alle? Oh. Das kann ich nicht, aber ich mach's trotzdem. Subtion, wo ist er da? Perception.
weil wir da ja alle so gut drin sind. Mhm. Das ist, pass auf, ey, das ist genauso wie Imriff, ey, das ist Eisenhexe in Disguise. Spawnt einfach. Björn da und Urs, die beiden Bären. Euch entgeht nicht, wie sich Regulus bei dem Verrat an den Eisenhexen ein kurzes Grinsen verkneifen kann. Also wie er sich nicht verkneifen kann. Huscht einmal kurz über seine Mundwinkel. Oh, klingt doch alles sehr plausibel für mich. Ich kann das Ganze mit Hill nochmal durchgehen, aber ich wette, ihre Antwort ist wie die meine. Abgemacht. Sehr gut. Würdet ihr eine Frage erlauben? Oh, unglaublich großer Regulus. Oh, kommt doch die Frage an. Mögt ihr Gold? Ich gebe zu meinen Lebzeiten habe ich es geliebt. Und auch jetzt konnte ich mich in meiner jetzigen Form ihm nicht ganz entsagen. Ein Mann mit Stil. Wie vielleicht offensichtlich wird. Ein Mann mit Stil, muss ich sagen. An jedem Handgelenk ein Kettchen oder selbst die Ohrringe. Verkaufen die zufälligerweise Waschmaschinen. Ach Gott, nee. Wie gesagt, ein Mann mit Stil. Also wenn ihr von mir oder von Hill nichts mehr hört, dann seht das als Bestätigung eurer Pläne. Sehr gut. Und nun muss ich wieder an die Arbeit. Kann ich das vorher noch Sense Motiven? Gibt's das hier auch hier? Was willst du denn Motiven? Dass er wirklich der klar erzählen möchte, der Hill. Der steht gar nicht mal auf Gold. Nein! Ist das hier überhaupt? Gibt's kein Sense Motive? Ja, Inside war's, ne? Inside. Puh, scheint die Wahrheit zu sagen. Dann alles in Ordnung. Dahinter geht doch nicht Hehl. Hallo? Hallo, das ist der verkauft hier höchstens so. Ohne ein Wort des Abschieds lässt er dann die Portalverbindung fallen und ihr steht wieder vor dem Bauwerk. Ja, ich müsste, ihr habt den Namen von der Voranführerin vergessen. Ethils. Ethils. Ethils, wisst ihr, was Regulus... Was macht der eigentlich in der Unterwelt? Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Hill sagte, er sei ihr Berater. Also, nimmt es mir nicht übel, aber der wirkt sehr schmierig. Ich bin mir sicher, die Herrin hätte ihn nicht ausgewählt, wenn er nicht über irgendwelche Fähigkeiten verfügen würde. Ich habe gehört, er war einst ein Kleriker von Palta. Also hat er auch einen großen Hammer? Man munkelt sogar, dass er den Streitkolben von Palter hat. Oha. Nun, dann ist klar, warum die Herrin so einer großen Wumme nicht widerstehen kann. Oh nein. Also sagt ihr, dass der Champion von Palter zu Diensten Hels ist? Ja, jetzt wo Palter nicht mehr aktiv unter uns weit, geht vielleicht war das seine letzte Direktive. Der sieht überhaupt nicht aus wie ein Krieger. Ist er ja auch nicht, ist ein Kleriker. Für mich wirkt er auch mehr so, als wäre er in den Worten mehr gewandt als im Kampf. Und auch in sehr komischen Worten, wenn ihr mich fragt. Sag ich doch, das sieht schwach aus. Ich glaube nicht, dass er schwach ist. Ich glaube, der ist gut bestückt. Der sieht schwierig aus. Aber nun denn, also, ich denke, wir haben uns damit einigen können. Oder was sagt ihr? Ja, auch wenn es nur das Wort von Regulus war, wenn wir nichts anderes hören, werden wir unser Camp hier abziehen. Sehr schön. So ist es Hills Wille. Froh, dass nicht noch mehr von meinen Clanbrüdern sterben mussten. Und wenn wir wirklich ein Bündnis mit den Bendur am Ende haben und Ragnarök gemeinsam gegenüberstehen, hat das wirklich seine Vorteile. Nun, ihr müsst wissen, ich hab da eventuell ein paar Einflüsse. Vielleicht kann ich die Bendur vereinen und, wir werden sehen. Ja, er sagte, ihr seid verwandt. Ja. Mein Großvater väterlicherseits. Auch wenn ich meinen Vater wahrscheinlich erschlagen muss. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe eben kurz Vatermord zugegeben. Direkt. Entspannt. Ich frage gar nicht weiter. Ist doch besser so, glaube ich.
Nun, dann werden wir uns hoffentlich in Drifthall bald wiedersehen. Ich habe gehört, die Wölfe berufen dort bald ein großes Treffen ein. In der Tat. Oh ja. Tatsächlich, dann fällt mir ja auf, dann müssen wir ja gar nicht erst vorher zu ihnen. Nein, das ist noch ein wenig hin, also sie sind noch nämlich wahrscheinlich nicht aufgebrochen. Nee, verstehe schon, aber ja, wenn wir die Reise jetzt auf, ich meine, wir könnten gemeinsam mit ihnen dann abreisen, aber entscheiden wir dann auf dem Schiff. Ah, das ist dieses Treffen finde ich sehr praktisch. Direkt die erste Gelegenheit für Lan, sich ein eigenes Feld zu machen. Richtig. Möchte Clan Vor zusammen zum Meer zurück oder macht ihr das dann später oder so? Ah, wir wollten mit unserer vollen Mannesstärke in Drifthall eintreffen. Okay. Wir werden noch unsere abgelegenen Außenposten sammeln und dann aufbrechen. Sehr gut. Dann fröhliches Gelingen und wir sehen uns dann in Drifthall. Sagt, steht ihr nah zu den Wolf? Habt ihr Verbindungen zu ihnen? Oh ja. Weil ich muss gestehen, wir wollten uns neben Hels direkten Aufgaben auch ein wenig als größerer Clan etablieren. Clan War ist bis jetzt noch nicht in den Rat aufgenommen worden, aber vielleicht könnt ihr ein gutes Wort für uns einlegen. Oh, das könnten wir bestimmt. Ihr wisst ja um meine guten Absichten. Ich hoffe, dass trotz unserer Reibereien am Anfang konnte ich das untermauern. Ja, solange kein Gulli zwischen uns getrieben wurde, ist alles in Ordnung. Ja, ich finde euch toll. Also ich meine, gute Anführerin. Ein gutes Wort lässt sich auf jeden Fall einrichten. Und vielleicht... Hallo dann demnächst ein paar mehr Möglichkeiten. Ja, die sind ja relativ verkommen. Vielleicht ist ja einer, der sie reformiert. Nicht wahr? Ja, Luthan braucht einen neuen Anführer. Richtig. Vielleicht auch eine Doppelspitze, was? Ich zwinker ihn zu. Wer weiß. Vielleicht gibt es dann die Möglichkeit, dass man euch helft in der Tra. Das wäre schön. Ja, ich würde sagen, wir sind quitt. Ja. Oh, habt ihr vielleicht ein, ein größeres Argument für die Wölfe, dass sie euch akzeptieren? Ich zwinker ihr zu. Wir könnten tatsächlich einige Opfergaben euch überlassen und auch vielleicht für eure Mannschaft für den Rückweg einiges an Nahrung, was wir aus den Dörfern geplündert haben. Gehört ja irgendwo euch als Erbin und so. Ja. Gefällt mir. Das könnt ihr quasi teilen und die Hälfte könnt ihr vor das Stadttor stellen. Großvater wird sich freuen. Gut, können wir machen. Dann bleibt für euch noch... Ich lasse euch aufs Schiff bringen. Okay. Um die 50 Rationen. Ich werde noch mal kurz. Da gehe ich zum Haupteingang und werde dann Bericht erstatten, dass anscheinend die Friedensverhandlungen gut gelaufen sind und dass sie abziehen werden. Okay. Sagt Adels, im Falle dessen, dass wir mit euch noch mal Kontakt treten müssen oder ähnliches in Zukunft, abseits des Treffens bei den Wolf, wo finden wir euch? Ist White Rack noch, steht es noch? Das war da, wo ihr Gulli besiegt habt. Also. Ich glaube schon. Da wird wahrscheinlich ein paar erfrorene Leichen liegen, aber. Wäre verbrannt. Nun, ich denke, dass wir dorthin dann zurückkehren würden. Okay. Also nach Drifthall. Zuerst werden wir unsere Schiffe an die Stadt Drifthall angliedern und dann dorthin aufbrechen. Ihr müsst aber wahrscheinlich anbauen, es ist ziemlich klein für eure ganze Armee. Ja, hatten wir sowieso vor. Wir haben dort ein kleines Holzfällerlager errichtet, um die Ressourcen der Insel zu nutzen. Das steht noch, oder?
Das habt ihr nicht angegriffen. Das Lustige ist, die haben Holzfällerlager errichtet und dann waren auf der Karte einfach gar keine Bäume. Imagine. Also, doch, du hast nur die Holzfällerkarte nie gesehen. Oh, okay, dann tut mir leid. Ja, aber wart ihr nicht. Ihr wart halt nur oben auf dem kahlen Berg. Dann haben sie natürlich freigeräumt, damit ihre Schützen freie Bahn haben. Smart, Jungs. Oh. Imagine, so am frühen Morgen habe ich zwei Holzfäller aufgemacht, kommen wieder und einfach die ganzen Festung tot. Nein, sie haben Gulli gemeuchelt. Lang lebe Gulli. Oh nein. So, ja. Dann kriegt jeder von euch für den erfolgreichen Abschluss des Treffens der Wölfe nochmal 1000 Erfahrung. Oh, tausend. Reicht nicht. Dann müssen wir selber einschlagen, oder? Nein, kommt jetzt. Ja, gut. Gegönnt. Haben wir vorhin auch mitbekommen, ja, ne? Ja. Alles automatisch. Aber wisst ihr, was mich ein bisschen mit Trauer zurücklässt? Dass keiner von euch da gegangen ist. Ich habe keinen extra Initiative, Inspiration bekommen. Cedric kam ja nicht dran, ey, die alte Maschine. Ja, sehr gut, dass er nicht dran kam. Ich hätte gehofft, er hätte wieder einen Kopf totschlagen. Der hatte sogar legendäre Aktionen, aber keine legendäre Resistance, um die scheiß Hypnotic Pattern abzubauen. Ja, das ist ein Problem, ne? Das ist klar. Ja, ich meine, das ist halt auch ein alter Mann, der muss halt auch mal sein Mittagsschläfchen machen oder so. Der ist halt körperlich nicht mehr so fit, aber der hat halt schon ordentlich, ne? Genau. Oder einen Punch. Ja, schon Power einen Punch, im Bein. Ja. Im dritten Bein natürlich. Wenn der alte Golfschwung nochmal ausgepackt wird, Alter. Was ist eigentlich die ganze Zeit mit diesen anzüglichen Bemerkungen hier? Also, tut mir leid, ich komme nicht bei dem Horny Jail. Ich glaube, es geht los, ey. Ich komme mich bei dem Pimp nicht zurückhalten. Der ist tut mir leid. Der Regulus. Okay, ja, ihr marschiert dann die 2 Tage vermutlich wieder zurück zu eurem Schiff, zu eurer geliebten Mannschaft. Die 2 Tage. Solange wir nicht wieder Wollnashörnern begegnen hier. Nein, ich hab schon ausgewürfelt, ihr seid sicher. Gott bless, Ja, wir würden auf dem Weg natürlich dann das Dinges mitnehmen, ne? Hier das Holzzeug. Ja. Wenn der da ist. Bäume fällen. Hatten wir nicht sowowieso unsere Mannschaft irgendwie angewiesen, dass die das irgendwann. Ja, gerade werden die noch ein bisschen weit entfernt. Deswegen, vielleicht machen wir noch irgendwie so 1 oder 2 Tage drauf. Weil die Mannschaft muss ja wahrscheinlich ja die Schiffe auseinandernehmen und so, das dauert wahrscheinlich auch, oder? Ja. Aber musst du sagen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall mit. Wenn wir schon Eisenholz haben von den Eisenhexen, was wir gegen sich verwenden. Wie viele Tage würde das dann insgesamt dauern? Also am 19. seid ihr jetzt quasi an einem Schiff zurück und dann, ja, fürs Abbauen kommt drauf an, wie ihr gleich den Athletikwurf macht. Wenn mehr als die Hälfte es schafft, dann 1 Tag, sonst 2 Tage. Also okay, dann plane ich schon mal meine Zeit wegen Zauber abschreiben. Warum denn immer Athletik, Mensch? Ich bin nie. Tja, oder Survival ist auch okay. Ja, Survival bin ich. Nee, ich bin lieber Athletik. Nicht mal besser. Ich glaube, Perception. Ja, doch, in Survival bin ich besser, weil ich da 0 hab. Athletik habe ich +2, das passt schon. Können wir uns aussuchen, ob Athletik oder Survival dann? Ja, könnte man. Sehr schön. Machen Athletikwurf. SG 14. Oh, wir haben schon 2 Fails. Oh nein. Survival. Ist das Survival über Land oder ist das schon oder Wasser? Oh Gott, was ist denn für Quatsch, ey? Was über Land? Ja, tut mir leid. Was auf Land? Ihr fällt ja quasi nur Bäume oder brecht Holz aus Schiffen raus. Okay, dann habe ich Vorteil. Ist seht ihr an Land? Ist Survival hinten oder was? Ja, nur Athletik sieht man. Ah, okay. Aber alle Survival-Würfe waren bis jetzt nieden. Ich hoffe, das sieht gut aus bis jetzt, ne? Ist alles bis jetzt ziemlich schlecht. Ja, ja, willst du machen, ist halt so. Gut. Dauert leider 2 Tage, die ist ganze halt Aktion. Super. Ist in Ordnung, ist wert, ist es worth. Aber dafür habt ihr genügend Holz. Muss helfen. die hilft sogar, ohne sich zu beschweren. Dafür gibt es genügend Holz für ein sturdy Hull-Upgrade. Ich zieh's mal in das Schiff rein. Gibt's da so einen Bonus? Weil Sturdy Hall ist ja dann quasi, oder Hall besser gesagt, ist das dann nicht durch Eisenholz noch geiler? Ja, sicher ist es geiler. Oh, also der Damage Threshold von dem Schiff steigt und die Hitpoints, aber es wird ein bisschen schwerfälliger im Wasser. Ja, ist ja egal.
Dreadnought. Mhm. Aber dafür wird's auch leichter. Okay, ich nehme mal an, ja, dass das zusammenpasst. Es ist schwerer im Wasser, aber es ist leichter. Ich nehme mal an, dass der Tag hier noch mit reingezählt wird an sich. Also jetzt hier an dem Tag um 9 Uhr wird ja Aufbruch bereit. Ah, okay. Ich hab's falsch gelesen. Wenn es aus Ironwood ist, dann wird's, das ist, wird das nicht ist reduziert. 9, das ist 9 Uhr morgens. Ja. So, die Hölle aus anderem Holz würde euch schwerer machen und ungelenkiger. Okay, Stahl bauen, ja gut, dann heißt es wohl 20 Stunden Zauber abschreiben. Das volle Programm. Ich dachte, du musst helfen. Fuck no. Was soll ich denn machen, hä? Hallo, du Puppe. Die Crew freut sich auch über ihren Teil der Beute, der ja schon immer abgerechnet wird von mir. Ja. Endlich wieder Kohle fürs Nichtstun und nur Wache schieben. Bauern, ey. Nächstes Mal werden die in die erste Reihe gestellt. Vor allem, wir müssen auch noch auf dem Schiff selbst arbeiten hier. Statt die Crew. Ja, die ist ja dann mitgekommen zum Village. Ja, ja. Aber ihr seid so als Vorarbeiter mit schlechtem Beispiel vorangegangen, das ist eben ganz mit lang gedauert. Mit schlechtem Beispiel voran. Hallo, guckt meinen Wurf an, ich bin gut gewesen. Bin ja, ich eigentlich eins, das geschafft hat? Ja, nee, Urs hat's auch geschafft. Nee, warte, Urs hat Stealth gewürfelt. Urs? Der hat sich verpisst bei guter Arbeit. Da hab ich daneben geklickt. Ich wollte eigentlich Survival. Das ist direkt nicht beim Arbeiten. Ja, da ich verstecke. Survival. Und wenn es auf Land ist, dann müsste ich Vorteile haben. Also, nein, nochmal. Darfst du nochmal? Mit einer natürlichen 20 würdest du es sogar noch ein bisschen raushauen, aber nee. Der hat gut gearbeitet, der Urs. Kann man ihm nicht nachsagen. Aber er hat sich dabei versteckt. Wir haben ihn nicht gesehen, aber er war dabei. Er hat immer zwei Baumstämme getragen, so, oder zwei Dinger getragen und war immer so dazwischen versteckt im Kühlschrank. Ja, er war stets bemüht. Er ist eh verloren. Völlig versunken in Gedanken gerade. Schwere Entscheidungen sind zu treffen. Okay, wurden getroffen. Dann wäre es richtig neu. Oh nein. Fuck, wir müssen jetzt richtig würfeln, ne? Wir haben 3 neue Crewmitglieder. Was, wieso? Richtig würfeln? Ja, aber die sind alle menschlich? Fragezeichen. Ja. Vielleicht. Ja. Menschen sind ja okay. Achso, ja, dann ist gut. Hättet ihr jetzt irgendwelche Elfen oder so damit reingeholt? Dann wird der Rassismus getriggert. Ach, der scheiß Baumschnitt, lol. Bürger und dann Meuterei. Ach, scheiße, da war ja was. Ja, genau. Ich will da nicht mehr. Aber hey, jetzt bist du garantiert, dass es keine Magie ist. Du, Irsa. Okay, gut, dann, okay, redet ihr erstmal. Irsa, sag mal, bei Menschen, ne? Also, wenn sie sich paaren, also davor, dann machen sie dieses Heirat-Ding. Kann man da immer nur eine Frau haben oder wie viele gehen da nach? Also, gewöhnlich ist es schon, eine zu haben. Aber es gibt schon mal Ausnahmen, wenn sich halt Noble irgendwie mehrere holen. Aber gewöhnlich ist das nicht. Kann ich ein Nobel werden? Ich befürchte nicht. Oh. Das ist oft eher durch Blutlinien. Krieg ich das also schwieriger. Ich weiß nicht. Wenn ich das mitkriegen würde, würde ich sagen, nun, wenn ich endlich mal die Ländereien übernommen habe, kann ich dich theoretisch zu einem Ehrenmann machen. Oha. Ist das gleiche wie so ein Nobel? Ja, ich denke schon. Na gut. Ich würde schon sagen, ja. Danke. Dann würde ich dir ein kleines Stückchen Land geben und dann, wenn du dann willst, kannst du theoretisch mehrere heiraten. Wenn du. Finde ich gut. Das Land brauche ich nicht, aber das Heiraten, also mit mehrere, das finde ich gut. Danke. Ja. Ich habe mal hier eine kurze Frage, ne? Hat jemand mal, wie heißt das, Scobie gesehen? Ich würde so einen kleinen, etwas stärkeren so Klops auf den Nockungs Rücken geben, so, hätte ja nicht gedacht, nachdem du jedes Mal damit drohst, mein Hund oder mein Wolf zu essen, dass du hier ich bin euch was schuldig. Das ist das Wenigste, was ich machen kann. Ja, dann hätte ich Scobie zurückgelassen. Wo, welchen Gubi? Scobie, wie heißt der Echsenmensch, der unter Drachen geboren ist. Ganz aus Versehen über Bord gefallen. Der ist gestorben? Ach, war der nicht tot? Echt? Wird er nicht erschlagen? Ja. Ja. Wurde der? Der wurde auch erschlagen, glaube ich, oder nicht? Ja, den haben wir umgebracht, ja.
Wir nicht? Nee, wir nicht. Ich glaube, der ist auch da wohl ein Typ, der mitgesegelt zum ganzen Gulli haben wir mies umgebracht. Nicht Gulli, Junge! Ach so. Ich hab nicht gehofft, dass der gestorben ist, aber ja, egal, dann ist er doch da. Ich meine, der wäre K.O. gegangen oder so in einem Kampf mal oder nicht so, oder sowas in der Art, ne? Ich dachte, der direkt tot, ist ja langweilig. Aber ich glaube, gestorben ist er. Aber gestorben ist er, glaube ich, nicht. Nee, wir haben ihn, glaube ich, gerettet dann oder irgendwie sowas. Ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Der hat als einziger überlebt von was denen. Was zur Hölle? Wir haben noch Finn, ey, was ist das denn hier? Wir haben ihn mal außen vor gelassen. Wir haben eine richtige Kriegsflotte hier. Ja, die Ladies von Feldspitz mussten aufs andere Schiff, weil bei euch nicht mehr Platz ist. Ja, dann gehe ich natürlich auch darüber. Ich bringe dann während der Fahrt hier so ein Dive-Manöver hier. Kann man die Ladies nicht rüberholen und dann lieber da die Kuba schicken ein paar? Schick mal Scopy rüber. Wir tauschen Scopy mit Benny? Ja. Wegen den Zaubern. Ich würde mir die 150 Gold abstreichen. Das sind einmal 75 für einen Stufe 3 Zauber und einmal 50 für einen Stufe 2 Zauber. Mhm. Und das sind insgesamt 20 Stunden Arbeitszeit, die sich ja jetzt wahrscheinlich auf die Schifffahrt verteilen lassen. Ja. Genau, und das wären an Zaubern einmal Slow und einmal Misstep. Ja, passt für mich. Top. Ich muss doch mit Lan auf einem Schiff sein. Die hat doch die Aufgabe, mich zu beschützen. Bin ich auch wieder blank. Okay. Können wir kurze Rast machen auf dem Schiff? Ihr hättet sogar noch eine lange Rast, also ihr habt eine lange Rast wahrscheinlich da gemacht. Okay. Bevor ihr aufgebrochen seid. Ja, voll. Es gibt ja jetzt keine natürlichen Feinde mehr außer der Wildnis und die war jetzt nicht so tödlich in den Benolanden. Rast machen. Essen und Trinken haben wir da bekommen bei Opi, ne? Oh, bei Opi schon, aber als ihr wieder aufgebrochen seid, also für 2 Tage. Ach so, stimmt, ja, stimmt, du hast recht. Ja, 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 da habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Einmal Vollheim bei Opi ist ja lange Rast gewesen, andere waren ja nur kurz Rast noch. Ja. Dann nehmen wir. So, ihr kriegt auch noch die Nahrung von Ethils. Ration. Kopfrechnen 238. Okay, Ration, ja, und dann einmal den Water, ne? Water Skin hier. Ja, da muss ich mir neue Ration kaufen. Ja, für Schiff wäre auch mal interessant. Wie wählst du den Water Skin denn? Aha, so. Ja, mein. Abs. Ich habe den Water Skin bei meinem Vater. Ja, Water Skin ist mir jetzt nicht so wichtig. Da war ja auch immer Segen schon gut gewesen, oder? Den könnt ihr in Bächen auch wieder auffüllen. Ich glaube, ein Problem ist. Okay. Ah, ne, habe ich. Ich habe meinen Water Skin, alles gut. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt Long Rest. Ich hab nichts. Ja, du musst halt Long Resten. Das ist halt schlafen. Ja. Du musst halt. Ja, ja. Schon ist halt nicht so, nein, ich will gar nicht schlafen. Zack, tot. Alter, brauchst du Schlaf? Hallo? Vielleicht bin ich ja schon heimlich eine Elf, wer weiß. Geh jetzt ins Bett, der Sandmann kommt gleich schon. wenn er nicht vorher gegessen hat, bringt er Steine. Ja. Sand. Wirf dir Sand in die Augen, ey. Oh, ab nach Grimm. Huch. Ja, den will ich natürlich nicht forsten. So, ich hab gehört, morgen Abend wird dann in Hotz geschwitzt. Nee. Morgen Abend. Nee, ihr habt den Atem ausgelehnt. Oh, ja. Season of Ghost, Iki, der Atze. Wir sind hier noch gar nicht fertig, es wird noch nicht über Hotz geredet. Genau. Bestimmen wir noch das nächste Ziel, ja? Immer diese ja, natürlich. Ja, wir haben nur eine halbe Stunde später angefangen. Danke dir, es tut mir leid. Echt, war das eine ganze halbe Stunde später? Ja, also waren 15, 16 Minuten, aber. Wir bestimmen noch ein Ziel und dann möchte ich noch kurz eine Sache erzählen. Das hab ich ja gar nicht wahrgenommen. Jetzt lasst ihn erzählen. Also steuert ihr den Brunnen der Weisheit an, da wo die Wölfe leben? Ist doch wahrscheinlich, das war das, was jetzt da hoch im Norden liegt. Ja, auf jeden Fall aber das, was als nächstes als Ziel ist, ne? Ja, von den 3 großen Quests. Jo. Also ist, war das denn von dem Einrufen her, das, was jetzt als nächstes in den Sinn kämpft, von den Tagen her?
Ja, also wird auf jeden Fall auf dem Weg liegen und Drifthall wurde gemunkelt, ist jetzt auch eher in Richtung der mittleren Inselland, also müsstet ihr auf jeden Fall da oben lang und dann durch den sogenannten Sattel einer Felskette, die sich übers Meer spannt, hindurch und dann könnt ihr da reinfahren in die inneren Lande. Ja, dann klingt das macht ja schon falsch. Wo ist denn der Sattel? Ja. Ist das? Der Sattel ist das da. Ja. Das ist da, wo der Ambush kommt. Riesengreifen an. Eindringling. Ich bin da oben runter. Riesen, ey. Nice. Okay, gebt mir auch alle nochmal eure Würfe, was ihr an Bord macht. Oh Gott, was habe ich denn gemacht? Jetzt nun. Was muss ich nochmal würfeln für Captain Grüns? Was war denn das? Na, du kannst dir einen Skill aussuchen, wenn du erklärst, was du damit machst. Kommando geben, also quasi sorgen, dass alle ihre Aufgaben machen, verteilen, ups, da wollte ich nicht. Überwachen. Ja, ich würde dann wieder. Kannst du hier deinen Water Vehicles nehmen, zum Beispiel? Ja, machen wir das doch. Kann ich wieder Investigation würfeln, um nach dem Rechten zu gucken auf dem Schiff, ob alles so funktioniert, wie es sollte? Mhm. Gut, dann nehme ich das. Spitzel gibt. Ich würde eigentlich gern wieder. Ich glaube, ich bin noch anders beschäftigt. Scheiße, hat mich entdeckt. Okay. Danny, der Bruder. Ja, Kasimir würde mal die Wellen studieren und Strudel-Ausschau halten. Was? Okay, Wellen studieren und Strudel aushalten, habe ich verstanden. Also, ist wieder, bin ich wieder zum Roboter geworden. Ein bisschen abgehackt. Urs schiebt wieder einen Ruderer vom Platz und rudert wie ein Besessener. Weil er jetzt so viel mögliche Frauen im Kopf hat, der muss auch irgendwie Ablenkung. Alter, Junge, ist das hier Uhr? Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich auch. Naja, ein bisschen anders. Ursus war nach allen Seiten offen. Du bist mein Ding, Leute. Urs steht nur auf starke Damen. Kann ich eigentlich mit Survivor und weit Angriffen für guten Wind sorgen? Ich kann ja die Windstärke ändern. Weiß ich nicht, Mann. Kann man wahrscheinlich so. Wir bestellen extra für Björn da so eine standfeste Übungspuppe auf. Die bei der 1 gibt es einen Sturm. Der geht unter. Okay, was haben wir denn hier? 22 Pass, 2x Fail, 3x Fail. Zweimal Pass, aber ihr müsst ja nur die Hälfte mindestens erreichen. Deswegen würfel ich nicht nochmal auf böse Überraschung. Ich habe schon den Rest der Reise ausgewürfelt. Es wird auf jeden Fall ein wenig beschneiter während der Fahrt in den hohen Norden, war ja anscheinend auch zu erwarten. Die Temperatur senkt sich etwas und Wind kommt ganz schön viel auf, nahezu ein Sturm. Wir haben jetzt starken Wind, das heißt, Nahkampf hat Nachteile. Und während ihr da so ein wenig in den Sturm hineinsegelt, hört ihr von einem der Matrosen plötzlich einen Ausruf: Land in Sicht! Seltsamerweise! Und als ihr an die Reling kommt. Ist der Eisberg. Ja, komm, crasht ihr. Nein. Und als ihr an die Reling kommt, seht ihr dort tatsächlich eine kleine Insel direkt vor euch. Und auf dieser Insel thront ein mit grauem Holz verkleidetes Gebäude. Nämlich dieses hier. Mit mehreren übereinander gestapelten Etagen. Die Struktur sieht fast organisch aus. Mit Wänden, die sich in abgerundeten Winkeln nach außen wölben. Und den inneren Stockwerken, die den Anschein erwecken, als seien sie nach außen gequetscht worden. Wie gestapelte Kürbisse. Rauch quillt in dicken Schwaden aus einem Schornstein an der Rückseite des Hauses. Was es mit diesem geisterhaften Haus auf sich hat, das erfahren wir beim nächsten Mal. Oh hell. Willst der Hexenhütte, ey.